Herzlich willkommen bei unserer Veranstaltungsreihe zur Rehbaumesse. Ihr sitzt gerade an der Seite. Es ist die zweite Veranstaltung, die so ein bisschen vorbereitend ist für die Rehbaumesse, die eigentlich schon im Februar hätte stattfinden sollen. Wir wissen alle, warum nicht. Und wir freuen uns darauf, dass sie im Sommer am 8. Juni endlich stattfinden kann und laden da auch alle dann zu dem persönlichen Austausch ein, den wir uns alle so dringend wünschen vor Ort. Also da weiterhin der Appell, das findet statt und wir freuen uns drauf. Und dieses Begleitprogramm findet heute in diesem Thema Forschung und Digitalisierung so ein bisschen sein Thema. Und Forschung, da geht es ja darum, eigentlich die Baubranche immer wieder neu zu denken. Die finden neue Lösungen, die finden neue Ansätze. Und Digitalisierung, das ist eine Antwort, die an ganz vielen Stellen zum Beispiel auf dieses Thema, wie jetzt eigentlich Bauen neu denken, um sowas wie so eine Circular Economy eigentlich auch im Bauen zu etablieren. Dieser Begriff, davon werden wir heute viel hören, Zirkularität, Circular Economy, da werden wir eingeleitet werden. Wir haben es in der Politik gehört, der Klimapakt, da geht es darum, im Bauen muss sich was verändern. Und darum machen wir diese Veranstaltung und darum machen wir auch die heute. Und wir von Rehbau setzen uns ganz klar auch mit dieser Frage auseinander und setzen uns für eine Ressourcenwende im Bauen ein. Mein Name ist Lilith Kreis, ich bin Projektmanagerin bei Rehbau und bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier angestellt, genauso wie meine Kollegin Magdalena Zabeck, die heute mit mir zusammen die Moderation übernimmt. Und ich möchte Sie kurz noch ein paar technische Hinweise geben. Wir sind ja wie immer in diesem digitalen Format. Eigentlich kennen es alle, trotz allem sagen wir es nochmal. Also gerne Mikrofone aus, wenn die Speaker am Sprecher sind. Und gerne auch die Kameras von allen Teilnehmenden aus. Jetzt gerade finde ich super, dass man mal alle sieht, die heute zum Sprechen kommen. Sobald dann aber jeder einzeln quasi spricht, gerne auch da die Kameras aus, dann entlasten wir so ein bisschen die Breitbandfähigkeiten des Ganzen. Und wenn Sie Fragen haben, wie immer gerne in den Chat. Wir werden die sammeln, wir werden die bündeln und wir werden die weitergeben. Nach jedem Vortrag gibt es so einen kleinen ist ein kleines Intermezzo, wo wir Fragen beantworten werden, ganz spezifisch zu diesem einen Vortrag. Und am Ende gibt es nochmal so eine Diskussionsrunde, wo wir versuchen, aufeinander einzugehen, miteinander zu diskutieren und auch mit Ihnen und euch zu diskutieren über dieses Thema Zirkularität im Bauen, in der Forschung und dieses Thema, das Ganze ins Digitale zu übertragen. Wer heute nicht gesehen sein möchte, ihr habt schon gemerkt, wir zeichnen auf. Gerne die Kameras, wie gesagt, auslassen. Das ist ansonsten irgendwo potenziell sichtbar. Zum Ablauf heute. Wir haben ganz wunderbare SpeakerInnen heute da. Zum einen die Juniorprofessorin Dr. Linda Hildebrandt von der RWTH Aachen vom Institut für reziklergerechtes Bauen. Sie wird heute den Einstieg geben und so ein bisschen erzählen, wie Bauprozesse ganzheitlich hinsichtlich der zirkulären Wertschöpfung umgesetzt werden können. Im Anschluss hören wir von Yannick Höper von der List-Gruppe. Die zeigen uns ein Beispiel, die alte Feuerwache, wo es darum geht, digitale Planungswerkzeuge in Form von BIM eigentlich umzusetzen und was dieser Ansatz hinsichtlich ökologischer Bewertung gebracht hat, wie er den effizienter gemacht hat. Dann haben wir einen weiteren Speaker aus der RWTH da, Dr. Mohamed Cherdé, der uns ein Forschungsnetzwerk vorstellen wird, was das Center for Circular Economy heißt und wie dieser interdisziplinäre Ansatz gerade ins Rollen kommt und was die Ziele eigentlich davon sind und vielleicht auch die erhofften Mehrwerte oder bereits erzielten. Und zum krönenden Abschluss haben wir Professor Dr. Tilman Klein von der TU Delft da. Wenn ich das richtig gelesen habe, beim Lehrstuhl für Innovationen in Bauprodukten und wird uns so ein bisschen über die Scaling-Ansätze, dass die Circular Economy muss vom Kleinen ins Große gedacht werden und sie muss offensichtlich auch über die Landesgrenzen hinaus gedacht werden. Und da werden wir da nochmal genauer drauf eingehen. Und ja,
Ich bin ganz gespannt auf die ganzen Vorträge. Und zuallererst gebe ich erstmal ab an meine Kollegin Magdalena Zabek. Die ist heute in doppelter Rolle da. Wie gesagt, einmal als Moderatorin, Projektleiterin von REBA und zum anderen sind ihre Doktoreltern heute hier, nämlich die beiden vorgestellten Professoren, sodass wir später auch nochmal in Diskussion gehen und sie vielleicht auch ein bisschen auf den Zahn fühlen können. Ja, Magda, du hast das Wort. Ja, danke Lilith, genau. Soll heute um Forschungsnetzwerke gehen, um Digitalisierung und Stichwort Netzwerk habe ich auch in meiner Forschungsarbeit gelernt, dass das ein großer, wichtiger Stein ist, um die Circular Economy umzusetzen. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen und auch über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen. Deshalb bin ich froh, dass wir dies tun heute mit unseren Gästen, dass wir über die regionalen Grenzen hinausschauen. Ich bin ganz gespannt zu hören, was die führenden Köpfe aus der Forschung und Entwicklung heute uns zu berichten haben, aus ihren Projekten, von ihren Ideen, wie wir die Zukunft der Bauindustrie gestalten können. Denn wir sind uns einig, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen müssen, dass wir aber auch weniger Abfälle produzieren müssen und Emissionen weniger produzieren müssen, damit wir zukunftsfähig uns aufstellen können in der Bauindustrie. Und dabei können uns neue Technologien helfen, aber auch neue Rollen können sich bilden für Planende. Neue Produkte und neue Planungsprozesse müssen neu gedacht werden. Und welche Rolle dabei ein interdisziplinäres Handeln dabei spielt, darauf bin ich gespannt, heute das zu erfahren. Und auch wir im REBA-Projekt beschäftigen uns mit der Fragestellung, wie wir in Zukunft bauen können. Und das tun wir in einem Projekt, wo wir mit unserem Projektpartner zusammen, Harald Kurkowski von BIMOLAB, neue Bauprodukte entwickeln. Und neu heißt für uns Produkte, die einen erhöhten Rezyklatanteil aufweisen. Und ein Produkt haben wir bereits umgesetzt, das ist ein Recycling-Fertigbetonteil, was auch zum Einsatz gekommen ist. Und da sollen auch weitere folgen, wie zum Beispiel ein Kalksandstein. Der soll nicht nur hier in der Region zum Einsatz kommen, in Gebäuden, aber auch in einer Siedlung, die wir zusammen mit einer Kommune aus dem Revier planen. Wir planen dieses Quartier, was wir Zukunftsquartier nennen, an der Kante des zukünftigen Innensees. Und da sollen nicht nur innovative Bauprodukte zum Einsatz kommen, sondern auch neue Konzepte zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Sharing-Angebote oder neue Mobilitätskonzepte. Und wenn wir über Bauprodukte sprechen, schauen wir uns immer das Produkt ganzheitlich an. Das heißt für uns, wir schauen uns die Prozesse an, wie die hergestellt werden, welche Ressourcen zum Einsatz gekommen sind, wie viele Emissionen angefallen sind, wie viel Energie verbraucht worden ist. Und diese Daten würden wir gerne von anderen Produktherstellenden auch haben. Und deshalb haben wir einen Call aufgesetzt, wo wir Produktherstellenden einladen, sich bei uns zu bewerben für eine Ökobilanzierung, damit wir diese Produkte auch später an Zahlen messen können und auch vergleichen können. Und damit Sie auch diese Zahlen, von denen wir sprechen, auch sehen können und damit Sie auch in Kontakt kommen mit Produktherstellenden, die innovative Produkte herstellen, haben wir die REBA-Messe geplant für den 8.6. in Düren. Ja, ich freue mich, dass wenn Sie auch dann da dabei sind. Ich freue mich natürlich auch auf die Produktherstellenden und auf den Abend heute, auf den Nachmittag. Ich bin gespannt auf die Vortragenden und wir werden uns gleich nochmal sehen in der Diskussion. Und soweit gebe ich erstmal das Wort ab, Lilith, an dich. Wie geht's weiter? Es geht so weiter, wir haben uns so ein bisschen Interaktion überlegt, weil diese digitalen Formate, die laden immer auch zum Einschlafen ein, wenn man die ganze Zeit nur sitzen und zuhören muss. Deswegen gibt es Umfragen, wo wir Sie ganz herzlich auffordern oder einladen, teilzunehmen. Und die erste Umfrage beginnt quasi jetzt, habe ich gehört. genau, die müsste jemand starten. Magda, ich glaube, das würdest du. Und zwar wollen wir da einmal fragen, wollen wir Sie fragen, ich weiß, was mit dem Begriff Zirkularität gemeint ist. Wir wollen wissen Sie eigentlich, über was wir da sprechen? Und wir wollen einmal wissen, hat sich jemand hier oder haben sich diverse Menschen hier schon mal damit beschäftigt, wie man Bauteile wiederverwenden kann?
Ich muss zugeben, ich sehe gerade nicht, ob die Umfrage gestartet ist. Wisst ihr das? Wunderbar. Gut, ich sehe jetzt immer nur meinen schönen Hintergrundbildschirm und leider nicht, ob sie geendet ist. Das ist etwas unwitzig. Wir versuchen das gleich während des ersten Vortrags einmal aufzulösen. Und ich moderiere jetzt einfach mal weiter an und es geht los mit unserem ersten Vortrag. Sie können, wie gesagt, diese Umfrage währenddessen ausführen und wir gehen danach mal darauf ein, was das denn jetzt eigentlich heißt, was wir dabei herausgefunden haben. Linda Hildebrandt hat 2014 an der TU Delft zum Thema graue Energie promoviert, zum architektonischen Planungsprozess. Das ist jetzt schon eine Weile her, da hat sich wahrscheinlich, hoffentlich einiges getan seitdem. Und seit 2015 ist sie Juniorprofessorin, also direkt ins nächste Projekt, direkt in den nächsten Prozess, Juniorprofessorin für rezykliergerechtes Bauen an der RWTH Aachen. Und sie ist Mitglied im heute vorgestellten Center for Circular Economy der RWTH, ich würde sogar sagen Mitinitiatorin. Und genau, im Fachbeirat von Rehbau ist sie auch, das ist sicherlich wichtig nochmal zu erwähnen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, leg los. Es wurde gerade gesagt, die Umfrageergebnisse sind nicht mehr anklickbar. Vielleicht können wir da noch einmal kurz gucken, bevor es losgeht. Darf ich in der Zwischenzeit fragen, seht ihr meinen Bildschirm? Wir sehen deinen Bildschirm, ja. Und auch meine Präsentation, nicht irgendwelche anderen Fenster. Ja, ja. Sehr gut. Ja, Lille, danke für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich ein sehr familiärer Rahmen. Ich habe genau in Delft promoviert. Till war da auch mitbeteiligt. Also gibt es jetzt hier so ein Generationen-Zusammentreffen. Und genau, es hat sich einiges getan. Die Themen, die ich damals 2014 doch als Nischenthema und vielleicht auch als Nerd betrachtet habe, die sind jetzt in der Masse, in der breiten Masse angekommen und zwar immer noch nicht so sehr, da ist noch Potenzial, aber es ist doch deutlich klar, was graue Energie ist. Es ist nicht mehr so, dass man das allen erklären muss. Treibhauspotenzial, das ist etwas, womit viele Leute etwas anfangen können. Und ich habe hier den ersten, darf hier ein bisschen einleiten. Daher fange ich nochmal an, was wir gerade tun. Wir haben als Planende die Herausforderung, einmal für uns Menschen auf unsere Bedürfnisse einzugehen, aber eben die Ansprüche in Vereinbarkeit mit der Natur zu planen. Und da haben wir ganz große Aufgaben gerade vor uns. Bezahlbarer Wohnraum, Leerstand, bei gestiegener Pro-Kapita-Wohnfläche, das sind große Herausforderungen, die aus der Nutzerseite kommen. Und gucken wir die Natur an, haben wir da auch große Aufgaben zu bewältigen. Sie alle kennen diese Zahlen bezogen auf Ressourcen, Emissionen und Abfall. Und die Bauindustrie hat diesen großen Anteil daran und eben auch damit die große Verantwortung, etwas zu verbessern. Und wenn wir da jetzt mal reinzoomen und fragen, was sollen wir da tun, was ist das, wozu wir konkret beitragen können, da gibt es die beiden großen Themen Treibhausgasreduktion, das ist das eine große Feld, und das zweite ist der Ressourcenschutz. Und während wir uns in den letzten Jahrzehnten mit Konsistenz, Suffizienz und Effizienz vor allen Dingen auseinandergesetzt haben, also woraus besteht die Energie, wie können wir die reduzieren, wie können wir das Ganze effizienter gestalten, merken wir, dass diese drei Strategien zwar schon einen guten Beitrag geleistet haben, aber dass wir nun mit einem neuen Konzept weiterkommen, wenn wir in Kreislaufen denken. Und dieses Thema, den ganzen Lebenszyklus mit zu betrachten, mehrere Dimensionen eines Kreislaufes als Planer mitzudenken, ist die aktuelle Strömung, wie man vielleicht sagen könnte. Zirkularität ist im Augenblick das Konzept, mit dem wir glauben, die Bedürfnisse auf der einen Seite mit dem Umwelteinfluss auf der anderen in eine Ausgewogenheit zu führen. Und Zirkularität kann man in verschiedenen Dimensionen denken.
Wert ist ein Thema, Information ein zweites. Und da, wo die Umweltwirkung tatsächlich passiert, das ist der Ressourcenkreislauf. Also Werte im Kreislauf, das sind ganz verschiedene Werte. Monetär ist zum Beispiel ein Wert. Also wir planen etwas, was möglichst lange einen hohen Geldwert haben soll. Es gibt aber auch andere Werte, zum Beispiel den kulturellen Wert. Und wenn wir etwas kulturell wertschätzen, dann bekommt das automatisch auch einen finanziellen Wert. Hier zum Beispiel ist es so, dass als Beispiel die Neue Nationalgalerie, die ein wichtiges Gebäude ist, was saniert werden musste, gab es starke Mängel. Und der Aufwand, mit dem das betrieben wurde, drückt den Wert aus, den wir als Gesellschaft für dieses Gebäude haben. Und die Frage, die sich eben stellt, ist, wie wichtig ist uns die ökologische Dimension und kann sich das nicht auch über Zeit in Geld übersetzen? Und wir sehen das jetzt schon, dass wir CO2-Steuer als Instrument haben, aber das ist eine gesellschaftliche Frage, die sich in ganz konkreten Instrumenten äußern muss. Informationen im Kreislauf ist etwas, was wir auch mitdenken müssen, da wir, weil es eine Art Speichermedium ist, um die Bauteile, die wir einsetzen, einer späteren Nutzung zuzuführen und auch stärker Matches von Bedarf und Angebot schaffen können. Also Information, das ist einfach eine totale Schnittstelle und da wird Yannick später auch noch von dem Projekt ein konkretes Beispiel liefern, wie das funktionieren kann. Also wir haben uns am Institut auch damit auseinandergesetzt, wie man Ökobilanz Informationen und Informationen zu den Fügungen in einem Revit-Tool abbilden kann und da anhand dessen dann Bauteile optimieren, aber das geht natürlich, ist nicht nur dieses Thema, sondern es geht auch um die Speicherung von Informationen, wie wir das bei verschiedenen Herstellern sehen, die dann Informationen zu Gebäuden behalten und die nach einer Zeit einem weiteren Nutzer zur Verfügung stellen. Mein Fokus sind die Ressourcen, also während Werte im Kreislauf und Informationen etwas ist, was nötig ist, passiert doch und definieren wir den Grad an Umweltbeeinflussung mit dem Einsatz von Material, also mit dem Einsatz von Ressourcen. Darüber können wir quantifizieren, wie stark die Umweltbelastung ist. Und wir haben bei der Zirkularität verschiedene Dimensionen, die wir da mitdenken wollen. Und das ist erstmal so ein weiches Konzept, Zirkularität. Das kann man jetzt erstmal so konzeptionell, abstrakt erfassen oder man kann es sehr konkret machen. Und zwar ist unsere Definition für Zirkularität die Null für die Klimawirksamkeit, das heißt Klimaneutralität und der Einsatz von oder Ressourcenschonung und das Vorhalten von werthaltigen Ressourcen. Das heißt, es ist wichtig, welche Ressourcen eingesetzt werden und welche Art von, welche Eigenschaften das Produkt hat, nachdem es genutzt wird. Dazu kann man die Ökobilanz heranziehen, also zumindest für diesen ersten Teil der Klimabilanz, das ist etabliert. Das ist ein Teil, der wichtig ist. Der Ressourcenteil, der entwickelt sich gerade und ist im Moment noch, wird technisch, funktional, also qualitativ beschrieben, eignet sich ein Produkt für die Verwertung oder für die Wiederverwendung. Letztendlich muss man sich vorstellen, dass man auch ein Wärmedämmverbundsystem als Bad Guy trennen kann, aber dann habe ich einen gewissen Aufwand, das zu tun, was wiederum in die Klimabilanz mit hineingeht. Also diese beiden Komponenten mitzudenken und die zu bilanzieren,
ermöglicht uns eine belastbare Aussage darüber, ob wir glauben, dass etwas zirkulär ist oder ob es da Schwierigkeiten gibt. Um das mal so konkret zu machen, gibt es da verschiedene Strategien. Natürlich ist es so, dass wir nicht eine Lösung für alle Projekte haben, sondern dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und ich werfe jetzt hier nur ein paar Schlaglichter. Natürlich ist es sinnvoll, den Bestand zu nutzen. Ich habe jetzt für jede dieser Prinzipien, es trifft es wahrscheinlich besser als Strategien, dieser Prinzipien eins von unseren Projekten mitgebracht. Beim Pop-up Campus geht es darum, einen Bestand zu aktivieren. Das ist ein leerstehendes Gebäude, was kurzfristig genutzt werden wird. Ab Mai soll es dort verschiedene Interventionen geben. Hochschulen sind eingeladen, ihre Projekte zur Nachhaltigkeit dort auszustellen. Und das Tolle, was eben da sinnvoll getan wird, ist, dass ein bestehendes Gebäude genutzt wird und nicht, dass man für so einen Zweck einen Neubau macht, nur als eine Möglichkeit. Das ist aber nicht immer möglich, Bestand weiter zu nutzen, und häufig gibt es keine Reaktivierungsmöglichkeiten. Das kann was mit abwandernder Bevölkerung zu tun haben oder mit technischen Mängeln. Beides war Hintergrund von diesem Projekt in Kerkrade. Da ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, ein Plattenbau, der 10-geschossig hoch, wurde zurückgebaut. Jetzt mittlerweile ist das umgesetzt, dass Teile zurückgebaut wurden, und wir haben uns daran beteiligt, an der Entwicklung von Gebäuden, die aus diesen Platten hergestellt werden können. Also da gab es ein BIM-Modell, verschiedene technische Herausforderungen, wie man diese Platten bewegen kann. Die Wände waren nicht bewährt, das heißt, die können nicht in alle Richtungen gekippt werden. Und da gab es eine bestimmte Logik, in welcher Weise die Gebäude sich dann zusammensetzen. Ist die Wiederverwendung nicht möglich? Ist eine Wiederverwertung denkbar? Also ein Zerkleinern und Aufbereiten. Wir haben in unserer Mini-Materialbibliothek, die es vor allen Dingen digital, aber auch analog bei uns im Lehrstuhl gibt, verschiedene Produkte aus Rezyklaten, also Produkte, die Rezyklat verwenden, die den Kreislauf da schließen. Das macht Sinn, die Wiederverwertung zu betrachten, wenn es mit der Wiederverwendung auf Bauteilebene, auf Produktebene nicht funktioniert. Und wenn es, wenn auch das keine Option ist jetzt für eine neue Bauaufgabe, dann macht es Sinn, sich mit Materialien, Produkten auseinanderzusetzen, die klimawirksam sind, CO2 speichern. Hier ein Forschungsprojekt mit der TU Darmstadt und TU Braunschweig zusammen, wo wir uns mit Bauen aus Papier auseinandersetzen. Da bauen wir gerade Prototypen für ein kleines Häuschen, was in Darmstadt umgesetzt wird. Das Schöne an Papier ist, dass wir hier mit Rezyklat umgehen und einen Baustoff entwickeln, der auch klimaneutral ist. Nicht alle Papiere sind klimaneutral, aber wir sind da relativ nah dran. Also das sind die Möglichkeiten, die auch in dieser Hierarchie funktionieren. Wichtig dabei ist zu unterscheiden, dass wir wenn wir jetzt Materialien einsetzen, auch jetzt einen Beitrag dazu leisten, die Umweltbilanz zu reduzieren. Viele Projekte machen das so, dass sie sagen, wir bauen eigentlich konventionell, wir denken in Anführungsstrichen nur darüber nach, wie man sie in Zukunft zurückbaut, und erst dann wird eben dieser positive Fußabdruck wirksam. Deswegen ist es, wenn man die Wahl hat, wichtiger, bei dem Input zu optimieren. Also die Dinge, die jetzt in das Gebäude einfließen, die sind positiv.
die haben eine direkte Wirksamkeit. Es gibt immer ein gewisses Risiko, ob das in der Zukunft tatsächlich passiert. Und wir haben ja auch eine drängende Zeitfrage. Also ich vermute, dass diese Thematik in 50 Jahren eine andere Diskussion, ja, eine andere Diskussion sein wird, als wir das heute haben. Also wir haben eine gewisse Dringlichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir über Bestandsnutzung nachdenken, über Wiederverwendung und Wiederverwertung und dass wir da mit den Produkten umgehen, die wir bereits im Kreislauf haben. Dann möchte ich noch kurz darüber sprechen, wie das in der Baupraxis aussieht. Wir haben hier die Leistungsphasen. Ich weiß, dass man diskutieren kann über die HOAI, aber sie gibt doch eine gewisse Grundstruktur vor. Und ich möchte es einmal nur kurz erwähnen, was bedeutet das für den Planungsprozess? Und in erfolgreichen Planungsprozessen ist es so, dass in dieser Phase 0, in dem der Wettbewerb organisiert wird, in dem es Machbarkeitsstudien gibt, schon gewisse Parameter gesetzt werden. Und ein Key-Parameter ist das Konsortium. Also welche Fachdisziplinen sitzen dort am Tisch? Und wir haben jetzt einige Wettbewerbe, wo es darauf ankommt, wo bestimmte Konzepte für Ressourcen, wo Ansprüche an Ressourcenplanung definiert werden, was ein ganz wesentlicher Parameter ist. Die Verankerung in Wettbewerbsausschreibung ist ein Instrument, um dieses Thema tatsächlich umzusetzen. Und es macht Sinn, dafür auch dann Fachplaner mit aufzunehmen. Dann dieses Konsortium in der Leistungsphase 1, was sich dann findet, das muss eben mit definiert sein. Wir haben im Moment ganz viele VGV-Verfahren, was dazu führt, dass wir Architekten haben, die sich auf die Wettbewerbsbeiträge einreichen und dann in einem Nachgang TGA-Planer, Ressourcenplaner und so weiter dazu holen, was häufig zu Reibungsverlusten führt. Also das ist etwas, wo es noch eine Sollbruchstelle gibt, was in einigen Verfahren schief geht. In der Leistungsphase 0, ganz klassisch, werden eben auch verschiedene Ziele definiert. Und für das Ressourcenthema bedeutet das, in welche Richtung soll es denn gehen? Ist das Klimaneutralität? Wie können wir die Zirkularität tatsächlich nachweisen? In welche Richtung geht es da? Sind Zertifikate sinnvoll? Das macht Sinn, das in frühen Planungsphasen mit zu definieren. So. In der Leistungsphase 1 geht es natürlich klassisch auch um Aufgabenstellung und da wird das dann spezifiziert. Ich sehe gerade, ich habe mich eben versprochen. Also vorhin habe ich nur über die 0 gesprochen, jetzt spreche ich über die 1. Also das, was wichtig ist, ist, dass wir klar über Kategorien und Ziele sprechen. Also welche Teile eines Gebäudes gucke ich mir mit an? Gucke ich mir die Außenanlagen mit an? Was ist mit der TGA? Fließt die ein in die Ökobilanz? Fließt sie nicht ein? Welche Kategorien gucken wir uns an? Ist es nur das Treibhauspotenzial oder auch Primärenergie? Das sind Dinge, die hier in den frühen Leistungsphasen besprochen wird. Und dann passiert etwas, was eine Veränderung zu konventionellen Planungsprozessen ist. Ist das in der Leistungsphase 1 gesetzt, passiert viel mehr in der Leistungsphase 2 als zuvor, weil einige Fragestellungen, die aus der Leistungsphase 1 gekommen sind, in Varianten untersucht werden. Um Varianten gegenüberzustellen, brauche ich aber einen relativ hohen Grad an Detaillierung, was dazu führt, dass viele Dinge bereits in 2 geplant werden. Während das bisher so war, dass die 2 einen ziemlich kleinen Prozentsatz am Auftragsvolumen hat, geht da doch viel mehr Zeit rein, um dann in 3 auf einen Gebäudelevel zu kommen, die einzelnen Varianten miteinander zusammenzubringen und gegeneinander, also als ein Gebäude zusammenzufügen. Also das ist etwas, was wir beobachten, dass in der Leistungsphase 2 viel mehr passiert, als wir das bisher kennen.
Also diese in die anderen Leistungsphasen, das, die habe ich jetzt nicht mitgeführt. Da passiert nicht mehr so viel. Das gibt's, da geht es dann darum, dass die Dinge, die definiert werden, auch in die Ausschreibung kommen und so weiter. Das ist nochmal ein Thema für sich. Da gab es ja auch schon Rehbauveranstaltungen zu, wie diese Themen in die Ausschreibung gesetzt werden. Was als aus Sicht der Planung wichtig ist, ist, dass wir in diesen ersten Phasen 0 bis 3 da einiges definieren können. Und damit bin ich auch schon am Ende. Das, was mir dabei wichtig ist, was ein wichtiger Impuls für Zirkularität im Bauwesen aus meiner Sicht ist, ist, dass wir eine Quantifizierung brauchen, damit wir über die gleichen Themen sprechen, auch gerade wenn wir darüber nachdenken, ob das in irgendwelche Zertifikate Eingang findet. Da braucht es Methoden und darüber müssen wir uns da brauchen wir noch eine Etablierung, so wie wir das bei dem Energieausweis haben, dass wir auch Ressourcen einheitlich berechnen. Es gibt da so Ansätze für und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Methode, um das umzusetzen. Wenn wir weniger akademisch, sondern in der Planung unterwegs sind, gibt es diese Strategien, die helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Dann, wie so häufig in den frühen Planungsentscheidungen, passiert total viel darum. Das muss klar sein. Mir fällt gerade auf, ich habe eine Information unterschlagen, nämlich, dass das nicht in dem Leistungsbild, diese Ressourcenplanung nicht im Leistungsbild da ist, sondern dass das über die besonderen Leistungen verankert wird. Das ist eben noch ein wichtiger Punkt, der eben auch in Leistungsphase 0 eben dann geklärt werden muss. Und es gibt neue Berufsbilder für Planende. Das ist auch eine interessante Auswirkung, was bedeutet, dass wir als Uni darauf reagieren müssen und dürfen und auch dafür vorbereiten dürfen, unseren Beitrag machen dürfen. Ja, das war's. Danke. Klasse. Vielen Dank, Linda. Du bist da auf ein Thema eingegangen, was wir auch bei Rehbau jetzt gerade uns auf die Flagge geschrieben haben, nämlich dieses, oder auf diverse natürlich, aber gerade diese Leistungsphasen betrachten, diese Betrachtung des Kreislaufs und wo eigentlich jetzt die einzelnen besonderen Leistungen aktuell, aber eigentlich ja sehr grundlegende Leistungen, die mit Ressourcen zu tun haben, eingesetzt werden. Ich hoffe, wir können da später in der Diskussion auch nochmal mit den anderen intensiver sprechen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Aktuell sehe ich noch nichts, aber was wir gerade gestartet haben, ist die Umfrage. Das Einzige, was etwas ärgerlich ist, ist, dass ich die Umfrage nicht sehen kann. Das ist aber gar kein Problem, weil dann erzählt uns einfach Magda gleich, was dabei rausgekommen ist. Ja, die Umfrage läuft noch. Ja, aber wir können jetzt auch schon beenden. Es wird noch ein paar andere Umfragen geben. Lass die mal laufen, bis sie fertig ist, bis alle teilgenommen haben, die teilnehmen wollen. Genau, also Linda, wie gesagt, wir haben wir haben da ja viele Überschneidungen, weil wir ja auch mit dir zusammenarbeiten. Und was du jetzt gerade schon, Christiane, du hast dich gerade das Video angemacht. Gibt es was zu erzählen? Nein, noch nicht. Ich dachte, man sollte jetzt bei Fragen reinkommen. Habe ich mich schon mal gekriegt. Genau, du hast darüber gesprochen, dass es verschiedene Abwägungsprozesse gibt, die jetzt eigentlich in der Planung auf uns zukommen und verschiedene Hierarchisierungen, an die wir eigentlich uns ranwagen müssen. Und ich finde, du hast das schon sehr gut erklärt, welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt. Man hat zwischendrin gemerkt, ja, wenn man das, man muss immer selber so ein bisschen Einzelfallentscheidungen treffen, wie man da jetzt rangeht. Vielleicht jetzt von meiner Seite die Frage, du bist ja jetzt, dieses Thema Reuse hast du dir ja damit hast du ja angefangen. Mhm. Merkst du jetzt in der Bearbeitung, dass das auch das ist, wo du immer wieder drauf zurückkommst, dass du immer wieder sagst, am besten ist Reuse? Am besten ist ganzheitlich angucken und situativ entscheiden. Wenn es ein bestehendes Gebäude gibt, dann ist es immer besser, diese Themen voranzustellen. Und diese Frage, die stellt sich einfach immer im Kontext, ne? Das ist einfach
wie du sagst, ein Abwägungsprozess. Und klar, Wiederverwendung ist, finde ich deswegen so spannend, weil es an vielen Stellen so sinnvoll ist und wir da auch schon 30 Jahre uns mit beschäftigen. Also nicht ich persönlich, sondern wir in der akademischen Welt, aber auch, wir sehen viele Projekte, die in den 90ern da schon umgesetzt wurden und die nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus ökonomischer Sicht eigentlich funktioniert haben. Aber das ganz, ganz große Problem ist die Gestaltung. Und klar, das ist halt etwas, was vor allen Dingen bei den Platten, beim Plattenbau und so sehr stark im Weg steht. Und ich finde das immer noch spannend und sehe das auch im Zentrum meines Interesses, aber nicht ausschließlich, sondern eben auch die anderen Maßstäbe. Deswegen auch die vier Bilder von den Projekten. Im nächsten Semester werden wir uns auch stärker mit Umnutzung nochmal beschäftigen und mit Sanierung, was das auch technisch bedeutet. Tilman und ich haben mal eine spannende Studie zur Sanierung versus Neubau gemacht und den Faktor 7 gefunden für den ökologischen Mehrwert, der durch die Sanierung da ist. Und diese Zahl, die wird immer wieder, also da gibt es geringe Abweichungen, aber diese Deutlichkeit in den Vorteilen an der Weiternutzung, die ist einfach, hat Bestand. Dann haben wir da jetzt eine wunderbare Überleitung zu unseren nächsten Speakern, die ich gleich nutzen möchte. Vorher möchte ich einmal kurz auf die Umfrage gucken. Genau, Janik, du kannst dich gerne schon zeigen. Magda, magst du uns einmal kurz erzählen, was da rausgekommen ist? Ja, wir haben 67%, die wissen, was kreislaufgerechtes Bauen ist. Und 33%, die es ungefähr glauben zu meinen, was es ist. Und also es gibt keinen, der nicht weiß, was das bedeutet. Kommt vielleicht auch darauf an, dass wir die Umfrage am Ende, Linda, deines Vortrags gestartet haben. Dann haben sich einige schon mit Bauteilwiederverwendung beschäftigt, nämlich 61%. Manche möchten es zukünftig machen und nur 15% haben sich damit noch nicht beschäftigt und wahrscheinlich wollen sie es auch zukünftig auch nicht machen. Also eigentlich viele Experten hier und viele, die sich damit mit dem Thema schon beschäftigt haben, würde ich sagen. Super. Wir sprechen gerne mit ExpertInnen, aber gerne auch mit Leuten, die sich dem Thema noch annähern. Wir haben direkt die nächste Frage, die jetzt dich, Janik, quasi vorbereitend an deinen Beitrag sein soll, nämlich die Frage, inwiefern BIM schon mal für nachhaltiges Bauen eingesetzt wurde. Und genau, unser nächster Vortragender ist Janik Höper von der List AG. Und er und sein Kollege haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie man dann jetzt Ökobilanzierung durch BIM beziehungsweise Bewertung von Gebäuden durch BIM unterstützen kann, was das für den Bauprozess bedeutet und welche Vorteile eigentlich dadurch entstehen. Er hat an der TH Köln studiert und ist seit 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort auch tätig, promoviert an der Bergischen Universität Wuppertal. Ich weiß gar nicht, ob du schon Doktor bist. Noch ist die Promotion im Gange. Ja. Und leitet seit 2021 den Bereich nachhaltiges Bauen bei der List AG. Und genau, you have the floor. Thank you very much. Vielleicht die erste Antwort, bevor ich starte. Ja, es ist möglich, BIM und Nachhaltigkeit zu kombinieren. Das war es schon mal ein Vortrag. Nein. Also. Schön, dass du da warst. Fragen? Ja, hat mich sehr gefreut. Muss ich ja nicht so viel erzählen. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen oder meine Präsentation? Wunderbar, im Präsentation. Sehr schön. Es kann sein, dass ich vielleicht ein, zwei Mal einfriere, weil die Internetverbindung sehr bedürftig ist. Also nicht wundern. Okay. Falls das zu oft vorkommt, bitte einmal Bescheid sagen, dann würde ich meine Kamera notfalls ausmachen. Genau, aber nur zur Info, dass ich da nicht weg bin, sondern dass das Internet nicht so super hier ist. Da hake ich aber kurz ein, kleiner Disclaimer, du bist ja ab 17 Uhr schon weg. Das heißt, wenn jetzt zu diesem Thema Fragen aufkommen, dann gerne noch nicht später für die Runde aufbewahren, sondern jetzt schon in den Chat schreiben. Genau. Natürlich im Nachgang auch, aber dann gerne jetzt loslegen. Genau, also wenn da irgendwelche Fragen aufkommen sollten, auch im Nachgang, gerne an mich, gerne uns schicken. Ich glaube, ihr werdet das an uns weiterleiten. Wir beantworten gerne jede Frage. Genau, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier was erzählen dürfen und einmal den Praxisbezug auch zeigen dürfen.
Wie gerade aber schon gerade gesagt wurde, ich bin jetzt Leiter nachhaltiges Bauen bei List AG zusammen mit dem Sebastian Theissen. Einmal vielleicht ganz kurz, ich will gar nicht groß werben für uns, um das mal vielleicht einmal zu zeigen. Wir sind ein Unternehmen mit 600 Leuten ungefähr, 12 Gesellschaften. Und der Sebastian und ich sind quasi in der Gruppe aufgehängt. Und da ist es unsere Aufgabe, alle Gesellschaften der List AG mit bei dem Thema Nachhaltigkeit zu helfen. Wie gerade schon gesagt, es gibt 12 Gesellschaften. Es geht von Projektentwicklung über Investitierung, über klassische TGA-Planung hin zu das GU-Geschäft, aber auch das Thema Digitalisierung. Und das hat den Riesenvorteil für uns, dass wir zum einen, wir kommen aus der Forschung, haben zwar auch während des Masterstudiums in der Praxis gearbeitet, aber nicht jetzt so tief wie jetzt momentan, und sind hier bei List auf einen Haufen gestoßen, die unsere verrückten Ideen ganz gut fanden und so auch, dass wir es jetzt umsetzen können tatsächlich. Und ein Ergebnis davon werde ich jetzt gleich mal einmal ganz kurz präsentieren. Aber der Riesenvorteil ist an dieser Struktur eigentlich, dass wir jetzt die Rolle oder die Bedürfnisse von den Entwicklern verstehen, die von den Fachplanerinnen, aber auch von den GUs. Und daher haben wir aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven kriegen wir immer ein klareres Bild, wie wir das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung also als festes Planungsinstrument implementieren können. Und es hat einfach, wie gesagt, den Vorteil, dass wir dadurch auch wirklich das umsetzen können. Einmal noch ganz kurz zu uns. Ich wollte ja eigentlich gerade schon alles gesagt. Der Sebastian ist in wohlverdienten Urlaub. Haben eigentlich fast den gleichen Werdegang. Also zusammen an der TH Köln TGA studiert tatsächlich, dann Green Building Master gemacht. Und beide haben dann den Forschungsschwerpunkt Green Building aufgebaut an der TH Köln. Und jetzt promovieren wir beide bei der Annika Mainz-Becker in Wuppertal an dem Lehrstuhl. Was haben wir gemacht? Wir haben schon sehr früh seit 2018 beschäftigen uns eigentlich mit dem Thema BIM und Ökobilanz. Da haben wir zuerst ein Forschungsprojekt vom BBSR bearbeitet. Da war die Forschungsfrage, ist es möglich, mit dem IFC-Datenformat eine Ökobilanz berechnen zu oder durchführen zu können? Die kurze Antwort, ja, es ist möglich, indem man einfach Informationen oder Datenbanken referenziert, weil es keinen Sinn ergibt, diese ganzen Infos von einem Datensatz in das Modell zu schreiben, weil es einfach, erstmal ist es ein Riesenaufwand, das macht keiner in der Praxis. Und das ist auch einfach, das ganze Modell würde komplett explodieren, einfach gesagt. Es sind so viele Informationen für eine Ökobilanz, die man eigentlich gar nicht braucht. Deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns doch einfach eine Datenbanken referenzieren, die frei zugänglich sind. In diesem Fall war es dann die ÖkoBaudat und die IvoData. Was haben wir denn daraus gefunden? Momentan machen wir noch, deswegen noch der Schwenk zur Forschung an der TH Köln, noch ein Forschungsprojekt bei der DBU. Da gehen wir dann der Frage hinterher, erstmal, wie kann man das Thema Ökobilanz und Recycling kombinieren? Also wieder das gleiche Thema, habe ich jetzt, wenn ich einen CO2-armen Baustoff habe, ist es dann automatisch auch aus Recycling-Sicht gut. Und das andere große Thema ist, dass wir dann in diesem Forschungsprojekt auch das Thema Schadstoffe, also aus dem BIM-Modell die Schadstofffreiheit von Materialien bewerten. Das machen wir da. Und sonst haben Sebastian und ich 2019, glaube ich, war es, die VDI 2552.11.4 initiiert, das heißt die Standardisierung der Gebäudeökolasse im BIM-Kontext. Dazu sind wir bei Building Smart unterwegs, Deutschland und Schweiz und ja, ein paar Veröffentlichungen zu diesem Thema. Ich möchte gerne heute Ihnen ein Praxisbeispiel quasi zeigen, wo wir diesen ganzen Schabernack mit Ökobilanz und Kreislauffähigkeit schon mal einmal tatsächlich auf einen Bauherrn getroffen sind. Das ist konkret die Stadt Düsseldorf, wo wir das einfach mal vorgeschlagen haben und die sind sogar tatsächlich dann mitgegangen. Einfach nicht, weil sie jetzt einen großen Innovationsschub dran gesehen haben, sondern weil wir es ihnen einfach gezeigt haben, wie es funktioniert. Und waren die total begeistert. Und auch jetzt ist es so, dass wir viel mehr eigentlich umsetzen können von den nachhaltigen Themen, als vorher eigentlich schon angedacht war. Ganz kurz einmal die Eckpunkte. Also wie gesagt, das ist die Stadt Düsseldorf. Das ist eine Feuerwehrwache von einer freiwilligen Feuerwehr. Das muss man dazu sagen. Es ist jetzt kein Riesengebäude, also gut 730 Quadratmeter NGF. Es ist mittlerweile ein DGMI Platin
Status-Zertifizierung angestrebt. Das war davor nicht der Fall. Also als wir gestartet sind, war das noch nicht der Fall. Das hat sich erst dann ergeben, aufgrund der Tatsachen, die gleich im Anschluss kommen. Die besondere Zielsetzung war eigentlich, also die Stadt Düsseldorf ist auf uns zugekommen und meinte, ja, wir haben jetzt für unsere Gebäude, wollen wir zumindest in Zukunft immer DGNB Goldstandard haben. Und jetzt diese Feuerwehrwache ist dafür gedacht, einmal daraus zu lernen und daraus Erfahrungen zu sammeln für die zukünftigen Gebäude. Da dachten wir, okay, alles klar, können wir gut machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir vor? Also das waren unsere Vorschläge. Wir definieren erstmal ein maximales CO2-Budget, balancieren das Ganze mit BIM zusammen und achten aber auch gleichzeitig auf das Thema Wiederverwendung von Materialien, auch BIM-basiert, und schadstofffreie Baustoffauswahl. Das war so die Aufgabe, die drei Kriterien, die wir der Stadt Düsseldorf vorgeschlagen haben und die uns dann auch gefolgt sind, das voranzutreiben. Und dann ist daraus quasi die GMB-Platin-Zertifizierung entsprungen. Also das wird jetzt bald kommen. Es gibt... Der Vorteil bei diesem Projekt war, muss man ehrlich sagen, dass das Planerteam sehr offen war. Speziell der Tragwerksplaner von der Firma Ripkens Wiesenkämpfer hat total Lust auf das Thema, Kreislauffähigkeit. Und deswegen haben wir es halt hinbekommen, oder hat sich bereit erklärt, drei unterschiedliche Modelle zu erstellen. Also erstmal Tragwerksvarianten. Das war die Aufgabe. Die Stadt Düsseldorf wollte gerne wissen, welche Tragwerksvariante sollen wir denn nehmen. Also klassisch Stahlbeton, dann war halt also ein Hybrid, also Massivholz mit und dann noch das letzte war maximaler Einsatz von Holz, also quasi alles aus Holz. Das war also die Aufgabe. Und dann sollten wir es eigentlich in relativ kurzer Zeit, sollten wir denen eine Antwort geben, was sie da machen sollen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen einfach mal, was kann man denn noch machen? Dann haben wir gesagt, okay, es gibt jetzt konventionellen Beton, aber es gibt auch schon Beton mit Recyclinganteilen oder halt auch Betone, die CO2 optimiert sind. Das gleiche auch mit den Stahl. Also es gibt Stähle, die jetzt konventionell hergestellt wurden. Es gibt auch schon Hersteller, die da einen anderen Prozess haben bei der Herstellung und so auch weniger CO2-Emissionen quasi verursachen. Das andere ist bei der Nur-Beton-Variante, haben wir auch wieder gesagt, okay, wir haben den konventionellen Beton und wir haben den optimierten Beton, und das Gleiche ist dann auch bei der dritten Variante, dass wir gesagt haben, okay, Einsatz von Holz und CO2-optimierten Stahlbeton. Man muss dazu sagen, bei Holz haben wir auch darauf geachtet, wo es herkommt, und im besten Fall wollten wir einen Hersteller haben, der Holz auch wieder zurücknimmt, also ein Rücknahmesystem für Holz, weil wir sind der Überzeugung, dass es keinen großen Sinn ergibt, wenn man immer quasi neu, weil Holz ist auch eine sehr wertvolle Ressource, also Klimawandel, das Stichwort. Wenn wir uns jetzt alle Wälder wegholzen, weiß ich nicht, ob es denn einen positiven Effekt hat oder ob man quasi wenn man schon von Recycling spricht oder von Wiederverwendung, eher gesagt, warum denn nicht auch die Holzbauteile wiederverwenden? Und so haben wir eigentlich durch die Materialwahl aus drei ursprünglichen Varianten sechs gemacht, wobei bei den drei zusätzlichen eigentlich eine Materialoptimierung erfolgte. Was Sie jetzt sehen, ist einmal, die sind die drei Modelle. Wie gesagt, es ist jetzt kein sehr komplexes Modell, aber eigentlich ist das Modell an sich auch nicht entscheidend, also wie komplex oder wie groß es ist. Das gelb markierte ist jetzt Holz, damit Sie einmal nochmal visuell sehen, wo kommt jetzt Holz. Also wie gesagt, links kommt dann das Holzbinder, in der Mitte ist dann komplett Stahlbeton und rechts ist dann eigentlich nur Holz. Und wie gerade wurde ja schon mal gesagt, in dem vorherigen Vortrag von Linda, eigentlich müsste man schon in den sehr frühen Leistungsphasen die Ziele stecken. Und genau das haben wir eigentlich gemacht. Wir haben, bevor überhaupt jetzt in die Genehmigungsplanung geht oder irgendwas, haben wir eine Variantenermittlung gemacht, wie gerade schon gesehen, mit den drei verschiedenen Optionen. Und jetzt kommt quasi der Link zu BIM. Also wir haben einmal durch die Forschung und dann auch durch meine Masterarbeit, die ich geschrieben habe, also was Sie jetzt gerade sehen, ist ein Tool von uns, was ich programmiert habe. Das basiert auf DeepSide BIM. Also DeepSide BIM ist ein Informationsmanagement-Tool. Man hat den Riesenvorteil, dass man da frei reinprogrammieren kann. Es hat eine JavaScript-Programmierschnittstelle. Und dann ist es dieser linken Bereich, den Sie jetzt gerade sehen, was so rot markiert ist, das ist quasi das Programm im Programm, was ich geschrieben habe. Und durch die Referenzierung von externen Daten, also die Gebaudaten, die IVO-Data und so weiter, können wir es quasi über die Verlinkung von einer einzigen ID,
Also das heißt, wir können Datensätze über eine ID ansprechen und bekommen dann alle Informationen. Das haben wir dann gemacht und dann die Bilanzierung läuft komplett im Hintergrund. Also jetzt ist quasi, sehen Sie, wie wir das gemacht haben. Also das ist das Modell. Das ist der Prototyp von uns. Jetzt sehen Sie schon, man klickt da drauf und hat quasi schon ein Ergebnis automatisch, weil die ganze Berechnung im Hintergrund berechnet wird. Man muss quasi nur die Datensätze zuordnen. Dann kann das, es ist mittlerweile schon weiter, dass wir es auch über gewisse Erkennungsalgorithmen hinbekommen. Aber man kann auch hier im visuellen Bezug und darüber dann Informationen verlinken. Und wenn man je nachdem, was man selektiert, also auswählt, kriegt man dann, sieht man die Informationen, also es wird automatisch auch in Kostengruppen eingegliedert, weil wir das ganze IFC4 auf die DIN 276 gematcht hat. Das heißt, ich habe eine IFC-Klasse, weiß da einen IFC-Typ und weiß, welche Kostengruppe das ist. Hier das Gleiche nochmal für die andere Variante. Auch hier sehen Sie dann wieder, welches Material es ist, welcher Datensatz wurde verwendet, wie hoch ist die Fläche, wie hoch ist der CO2. Also hier jetzt gerade wird nur CO2 und graue Energie angezeigt. Aber das ist jetzt nur eine Darstellungssache. Man könnte hier alle Indikatoren, die man möchte, anzeigen lassen. Man kann auch hier die Logik von der DGNB ansetzen. Man kann die Logik von BNB, von BREEAM ansetzen. Das ist total egal. Das ist halt der Vorteil, wenn man es halt auf dieser Ebene macht. Es funktioniert einfach, man muss nur anwählen, welchen Bilanzierungsrahmen man haben möchte. Und das ist der Riesenvorteil an dieser Logik. Das heißt, wir haben jetzt durch die Digitalisierung die Gebäudeökobilanz eigentlich de facto automatisiert. Und wir haben die CO2-Auswertung, die Ökobilanz für die drei Tragwerksvarianten innerhalb von 15 oder 20 Minuten hatten wir es fertig. Und die Aufbereitung, um das den Kunden dann darzustellen, weil diese Darstellung in Form, wenn es ähnliche Zahlen schickt, GWP ist so hoch etc., kann die damit nichts anfangen. Also es ist ein Riesenproblem der Darstellung. Also wir können das alles berechnen, das ist alles super, aber es muss immer auch verständlich rübergebracht werden. Und diese Aufbereitung der Ergebnisse, also in diese Form, die Sie gerade sehen, war am Ende des Tages aufwendiger als die eigentliche Bilanz. Aber die Bilanz, wie gesagt, waren 15 bis 20 Minuten fertig, sodass wir eigentlich schon da eine klare Aussage hatten. Was wir dann gemacht haben, wir haben ein maximales CO2-Budget genommen. Also das heißt, wir definieren ein Budget und keine Materialität, sondern wir sagen immer, hier in diesem Fall haben wir uns jetzt erstmal an die DGNB gehalten, hier in absoluten Zahlen. Und dann gesagt, okay, das ist unser Budget und alles, was da drüber ist, zum Beispiel die Variante 2.1 und 1.1, haben schon eine Überschreitung. Also fallen die eigentlich schon automatisch weg, wenn dieser Grenzwert fix ist. Und am Ende ist es hier, was Sie jetzt hier sehen, ist dann die Variante 3.2, also optimierter Stahlbeton und mit viel Holzanteil. Sieht man, dass man sogar tatsächlich rein bilanziell eine negative CO2-Bilanz hat. Das heißt, man hat eine 100-prozentige Einsparung, sogar noch mehr als 100%. Das hat natürlich den Ursprung in der Logik von der DGNB, also das Modul D. Das heißt, das wird immer aktuell eigentlich von der thermischen Verwertung ausgegangen, was natürlich sich beißt im Gedanken der Wiederverwendung. Das heißt, ich bekomme einen Bonus quasi dafür, dass ich das Material verbrenne, also eine thermische Gutschrift. Hier ist auch nochmal, was der Kunde dann sehr schnell gesehen hat, also die Varianten auf der linken Seite entsprechen quasi dem Budget, das ist jetzt auf pro Quadratmeter gerechnet und ja, und alles im rechten Bereich ist dann quasi, fällt dann eh raus, weil es über dem Budget ist. So, und das mit dem maximalen Holz ist dann tatsächlich, rein bilanziell negativ. Und das ist natürlich immer die entscheidende Folie eigentlich beim Kunden, die interessiert, was kostet mich denn überhaupt diese Variante? Und hier kommt jetzt quasi wieder der Link zur List. Dadurch, dass hier sehr, sehr große Bauerfahrung vorhanden ist, können wir halt immer mit denen zusammenarbeiten, mit den einzelnen Gesellschaften. Das heißt, wir entwickeln zusammen Konzepte, die auch dann wirklich in der Realität umsetzbar sind. Weil das haben wir auch ganz schnell gelernt. Es bringt nichts, maximal eine Maxime anzusetzen, wenn es überhaupt nicht baurechtlich funktioniert oder aber einfach die ausführenden Handwerker, Handwerkerinnen das gar nicht umsetzen können oder auch die Baufirmen das gar nicht kalkulieren können. Deswegen haben wir uns immer zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir einen guten Weg hin, also Stichwort Kommunikation, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich aktiv in den Prozess bringen. Und wir haben es halt mittlerweile schon so weit getrieben, dass wir den ganzen BIM-Standard, der hier vorherrscht, einmal auf links gedreht haben und so angepasst haben, dass jedes Modell, was bei uns erstellt wird,
automatisch eine Gebäudeökobilanz bekommt, weil wir es einmal nur in diese Software reinladen müssen und dann durch die programmierten Algorithmen durchlaufen müssen. Und dann ist es aber auch mal das konform. Das heißt, wir können auch für jedes Modell, was bei uns erstellt wird, automatisch einen digitalen Gebäudepass erstellen. Und das nur, weil wir eine gewisse Modellierungsqualität eingehalten haben. Und hier, um dieser Folie zurückzukommen, hier sieht man sofort die CO2-Emissionen im Vergleich zu den Mehrkosten. Und hier war es tatsächlich so, dass der Kunde die Mehrkosten auf sich genommen hat, weil es war auf jeden Fall das Ziel, einen Leuchtturm oder einen Piloten zu erstellen und daraus zu lernen. Und deswegen wurde tatsächlich die Variante 3.2 gewählt am Ende. Wie ganz kurz schon mal erwähnt, ist das Thema Zirkularität in Kombination mit der Ökobilanz eigentlich der richtige Weg und dann auch mit Schadstoffen, weil es bringt nichts, CO2-arme Bauteile zu verbauen, wenn die aber überhaupt nicht zirkular sind. Aber das Problem ist, wie kriegt man es hin, beides zu kombinieren? Und das Thema Zirkularität hat einen riesen Impact auf die Ökobilanz, also wieder das Modul D. Also was man jetzt hier sieht, ist das gleiche Modell, jetzt nur in Madasta. Also wir arbeiten auch mit Madasta, wir sind Kennedy-Partner bei Madasta. Das heißt, wir fördern diese Plattform auch aktiv und entwickeln da auch fleißig mit. Und jetzt ist ja die Frage, okay, Holz wieder als Thema. Erstmal, wie ist es gebaut? Also mit Madasta kann man ja auch durch einen Index darstellen, ob ein Rohstoff überhaupt rückbaubar ist oder ob der Aufwand einfach total hoch ist, dass es keiner macht. Also was bringt es mir zu wissen, dass ein Material wie jetzt zum Beispiel Holz super wiederverwendet werden kann, wenn ich aber nicht da rankomme oder der Aufwand so hoch ist, ranzukommen, dass es am Ende des Tages die Leute in der Praxis leider nicht machen werden. Und da hier bietet Madasta die Chance, auch über BIM-Modelle, das heißt, man kann diese Informationen in die BIM-Modelle eintragen, dass auch diese Sachen automatisch berücksichtigt werden. Und hier haben wir jetzt einmal dieser Vergleich wieder mit Holz. Ich habe einmal Modul D, ist ja zwei Szenarien, thermische Verwertung oder Wiederverwendung. Mit Hilfe von Madasta oder dem Thema Zirkularität können wir überhaupt genau sagen, wie scharf eine Wiedergegebenheiten, ob es schadstofffrei ist, etc. pp. Das heißt, ich habe eine gute Ausgangslage, kann ich auch das richtige Szenario beim Modul D ansetzen. Und das hat riesen Unterschiede. Also wenn man sich das nochmal anschaut, Recyclingpotenzial durch thermische Verwertung hat minus 306. Also es sind die Sigut-Schrift. Und wenn ich das stofflich verwerte, habe ich nur minus 11,12. Dann ist, glaube ich, jedem klar, was dann auch immer gerne verwendet wird. Also aus unserer Sicht ergibt es eigentlich keinen großen Sinn, dass die thermische Verwertung bevorzugt wird, wenn wir doch wissen, dass Ressourcen endlich sind. Und auch Holz, auch wenn es nachwächst, braucht einfach nicht nur 2-3 Jahre. Also ich setze einen Baum und morgen ist er 10 Meter hoch, sondern das dauert locker 60, 70 Jahre, bis ein Holz erntereif ist für den Bau, weil Bauholz ist ja nicht gleich Bauholz. Es braucht bestimmte Holzarten, sei es Douglasie, sei es Lärch oder was auch immer. Und gewisse Baumarten werden eben nicht verwendet, weil es halt zu harzig ist, weil es zu hart ist, weil dadurch die Maschinen in den Sägewerken kaputt gehen können, etc. pp. Deswegen ist es aus unserer Sicht gerade noch nicht sehr, also nicht positiv zu bewerten, dass die thermische Verwertung so hoch ist. Wir wissen, warum dem so ist. Weil es einfach angeht, dass die thermische Verwertung fossile Energieträger verdrängt und dass dann eher Holz verwendet wird zur Beheizung. Deswegen ist diese thermische Verwertung so hoch. Aber aus unserer Sicht sollte ja die absolute Maxime sein, Dinge wieder zu verwenden, wie wir auch gerade von Linda im Vortrag davor gehört haben. Und es gibt auch schon Hersteller, die Rücknahmesysteme haben. Wenn man Da hakt es gerade ganz schön. Digitalen Material mit Derix zusammen. Janik? Geht das noch? Oder? Ja, ja. Jetzt gerade hast du dreimal hintereinander sehr gehakt. Deswegen. Ich mache mal ganz kurz das Video aus. Ist jetzt besser? Es ist besser. Ist natürlich schade, wenn wir dich nicht sehen. Aber vielleicht. Ich mache es gleich wieder an. Ich bin noch da. Genau, dann für die letzte Folie einfach oder noch mal ganz kurz erzählen, was du eben, also das mit der thermischen Verwertung. Problematik haben wir gehört. Vielleicht einmal danach nochmal anknüpfen. Okay, also die Problematik ist dabei, dass Bauholz nicht gleich Bauholz ist. Also der Bausektor braucht an Holz gewisse Baumsorten, also speziell bevorzugt Fichte
weil es natürlich schön gerade wächst. Aber ein Baum wächst halt nicht innerhalb von einem Jahr 10 Meter hoch, sondern braucht 60, 70 Jahre. Deswegen würden wir uns ja eigentlich, wenn wir es alle sagen, wir bauen nur noch mit Holz, eigentlich die natürlichen Klima-CO2-Senken wegholzen. Und aus unserer Sicht ist es auch noch problematisch, dass jetzt die thermische Verwertung positiver bewertet wird als eine stoffliche Verwertung. Wie Linda gerade schon im Vortrag davor gesagt hatte, ist es eigentlich, sollten wir die Dinge möglichst lange nutzen. Und von daher ist es natürlich klar, dass die Leute dann lieber bei einer Ökobilanz dieses Szenario D bei der thermischen Verwertung. Und mit der Kreislauf- oder der Zirkulitätsbewertung ist es halt möglich, dass man wirklich das scharf trennen kann. Deswegen ist es aus unserer Sicht eigentlich nur sinnvoll und die logische Ableitung zu sagen, dass man diese beiden Themen Zirkularität und Ökobilanz miteinander verknüpft und nicht mehr unabhängig voneinander bewertet. Genau, hier nochmal die Auswirkungen, was bedeutet das? Auf der linken Seite quasi das Szenario der thermischen Verwertung und rechts die stoffliche Verwertung. Und hier sieht man jetzt einfach mal, dass man auf einmal ist man nicht mehr im negativen Bereich, sondern man ist wieder im positiven Bereich. Und das ist der einzige Grund dafür, ist nur die Annahme der thermischen Verwertung auf der linken Seite und was momentan halt gängige Praxis ist. Und das war es auch schon für mich. Jetzt mal auch wieder die Kamera an. Ich hoffe, es geht wieder. Gerne Fragen und Diskussion. Genau, Fragen und Diskussion. Vielleicht machst du einfach deine Präsentation aus. Das ist jetzt quasi... das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich es richtig sehe, haben wir aktuell im Chat noch keine Fragen. Ich hatte mir vorher deine Folien angeguckt und bin auch über diese thermische Verwertung beziehungsweise darüber gestolpert, dass das Vollholzhaus beim CO2-Ausstoß so weit oben war. Ich bin sehr dankbar drum, dass du da direkt drauf eingegangen bist, weil wir hier im Haus schon drüber gesprochen hatten, dass wir das ja nicht so stehen lassen können. Deswegen sehr, sehr gut. Das heißt ja aber auch, dass Zertifikate unglaublich oder die Art und das, was man ansetzt, die Hierarchisierung, die man ansetzt und dementsprechend auch das Zertifikat, das man wählt, unglaublich wichtig dafür ist zu wissen oder für das, was man am Ende wählt. Genau. Also vielleicht ganz kurz. Es ist immer tatsächlich abhängig davon, welches Zertifikat habe ich. Möchte ich DGNB haben, ist dieses Modul D mit drin. Habe ich zum Beispiel BNB oder QNG, also QNG ist ja das System für die BEG-Förderung, was ja dann auch zukünftig wahrscheinlich der Standard wird für die Förderthemen, habe ich dieses Modul D nicht drin. So, und das heißt, ich habe am Ende des Tages, wenn ich ja bisher war es so, ich möchte die Nachhaltigkeitsklasse bei der Förderung anstreben, muss ich eine DGNB-Zertifizierung machen oder eine NABU-Zertifizierung. Und dann kann ich erst die QNG-Zertifizierung machen. Ich muss jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit dessen reden, aber es ist einfach, ich habe am Ende des Tages habe ich zwei unterschiedliche Ökobilanzen. Einmal nach DGNB, wenn ich danach zertifiziere, oder eben und das muss man jetzt jemandem erklären. Das ist sehr schwierig. Und zumal dieses Modul D soll auch laut Norm nur informativ mit übertragen werden und nicht in die Bilanz einfließen. Wir haben jetzt einige Fragen bekommen. Ja. Würde ich gerne vorlesen. Linda fragt, wurde das BIM-Modell zwischen den Fachplanern ausgetauscht? Also bei dem Projekt war es so, dass die Intec-Plan Essen, das ist eine Gesellschaft von uns, die das BIM-Management macht und die BIM-Koordination und wir von der AG haben quasi das Thema Nachhaltigkeit betreut. Und wir haben dann Informationen, also Modellierungsvorlagen herausgegeben und definiert. Die habt ihr, glaube ich, auch mittlerweile schon, die war mit dabei bei den Folien. Und da haben wir genau reingeschrieben, welche Informationen müssen in dem Modell vorhanden sein, damit die Algorithmen funktionieren. Und das war jetzt nichts, wo wir gesagt haben, das ist jetzt keine Standardisierung im Sinne von IFC. Also das heißt, wir haben nur versucht oder umgesetzt auch, dass wir nur standardisierte Attribute aus dem IFC haben wollen. Also zum Beispiel einfache Dinge wie Quantity Sets, das heißt Mengen und Massen aus dem Modell oder Betongüte. Also ist es hier nun C20 irgendwas oder was ist auch immer der Stahlanteil. Das waren so Informationen, die wir brauchten. Aber auch wenn die halt nicht dabei sind, was halt oft noch der Fall ist, können wir es auch nachbearbeiten. Also ich habe es halt so programmiert, dass man das Modell quasi bearbeiten kann, wenn man es möchte. Aber natürlich optimale Fall ist, dass es von den Fachplanerinnen richtig rüberkommt.
Aber das war auch dessen geschuldet, dass der Statiker sehr affin da war und Lust auf das Thema hatte. Also wenn ich zusammenfasse, nein. Genau, ja. Ja, es war ja nur ein Fachplan im Sinne vom Statik. Vom Statiker. Ja, aber das ist doch ein Projekt, das umgesetzt wurde. Ne? Genau. Dann ist das also, aber so, dass ihr quasi eine Planung gemacht habt für den Statiker und das hat aber den Statiker nicht verlassen, das Modell? Ja, es ist noch nicht umgesetzt, es ist gerade in der Genehmigungsphase und wir haben den Statiker vorab die Information, also dem BAP geschickt, welche Information er eintragen soll und dann hat er uns seine IFC-Modelle geschickt. Dann haben wir es berechnet und haben wir es wieder zurückgespielt. Mhm. Also wir haben das komplett auf IFC unterhalten, wenn du so möchtest. Ja, danke. Dann die nächste Frage. Welche Anforderungen an das IFC-Modell bzw. LOD Level of Detail in dem Projekt gab es? Also wir haben die Modellierungsrichtlinien quasi definiert. Sind auch in dem Vortrag dabei. Ihr verteilt, glaube ich, die Vorträge am Ende, oder? Ja. Genau, da sind auf der letzten Folie. Wenn die freigegeben sind, dann. Ja, yeah, die sind freigegeben. Auf der letzten Folie haben wir klare Modellierungsvorgaben reingeschrieben, welche Informationen drin sein müssen. Und von Level of Development ist für uns, in diesem Fall war es ist immer schwer zu trennen in der Phase. Es war aber ein sehr, sehr geringes Level of Geometry. Das ist für uns immer nicht so wichtig, sondern Level of Information. Und da waren wir unterschiedlichen Ebenen. Also bei Geometrie waren wir auf 200er Ebene und bei Informationen eher auf 300er. Okay. Dann die nächste Frage ist bezüglich der Emissionsgutschriften bei Holz. Warum werden die biogenen Emissionen überhaupt mit in die Bilanz aufgenommen? Könnte man stattdessen nur die fossilen Emissionen, also keine Gutschriften, berücksichtigen? Das ist eine gute Frage. Wenn dann eine Antwort gibt, dann wäre ich sehr gespannt. Ich weiß es selber nicht. Also es ist halt, weil der Datensatz so ist, wie er halt ist. Und die Norm sieht aber eigentlich gar nicht dieses Modul D vor. Es ist nur informativ, soll es ausgegeben werden. Ja, wenn ich mich da einmischen darf, die Diskussion ist ja total berechtigt. Also es ist ein Thema, das mich seit sehr vielen Jahren umtreibt. Und der Grund, warum ich mich dafür einsetze, dass wir das End of Life nicht mit betrachten, weil das in der Regel falsch ist, mit Risiko behaftet und uns nicht in der Planung weiterhilft. Und deswegen das schon richtig ist, also der ursprüngliche Gedanke war ja, dass man Verantwortung auch für die Nachnutzung mitnimmt. Und deswegen das mit betrachtet wird. Und das kommt aus der Produktentwicklung, wo das auch total sinnvoll ist. Aber im Bauen gibt es da eben die Schwierigkeit, dass wir den Kontext mit betrachten müssen. Und daher ist diese Aussage, was wir damit tun müssen, total viel wichtiger für die Planung. Und ganz wichtig ist auch zu unterscheiden, ne? Zertifikate helfen nur, Informationen zu kommunizieren. Das sind keine Planungsinstrumente. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Klar ist es wichtig, früh zu wissen, was man möchte, DGNB oder. Aber es hilft nicht dabei, die Planung zu optimieren, sondern dann braucht man Prinzipien, da braucht man Grenzwerte, die erstmal auf den Kontext zugeschnitten sind. So als eine, also ich rede da total ganz gerne lange zu. Ich weiß, dass wir haben ja 2017 dazu versucht, eine Veranstaltung zu machen. Das war eine interessante Veranstaltung, weil ganz viele Leute gesagt haben, worüber sprecht ihr? Was ist denn das? Ich glaube, da war die Zeit noch nicht so weit. Ich glaube, jetzt wäre nochmal der Moment, diese Diskussion aufzumachen. Absolut. Ich wollte noch ganz kurz, du bist ja nicht mehr so lange da, Janik, deswegen können wir gerne noch Moment auch weitersprechen, aber ich würde das auf jeden Fall auch nachher mit in Diskussion nochmal nehmen, dieses End-of-Life-Thema. Aber du nochmal gerne als Reaktion darauf. Ich kann Linda nur absolut zustimmen, weil aus unserer Sicht ist es nicht wirklich sinnvoll, allein unabhängig davon, ob man dieses Modul berücksichtigt oder nicht, aber eine thermische Verwertung anzusetzen, ist als so positiv zu bewerten. Also für eine Ressource, am Ende des Tages verbrennen wir sie und wir brauchen wieder neue Ressourcen. Und bei uns gibt es viel Logistikbau und da werden auch sehr viel Holzbinder verbaut. Und eine Logistikhalle, die meisten Mietverträge laufen 15, 20 Jahre und dann ist es mal fraglich, ob da ein neuer Mieter reinkommt. Und wenn halt kein neuer Mieter reinkommt, dann wird es halt angepasst an den bestehenden Bedarf, also meistens abgerissen. Aber die Binder sind halt noch super in Schuss. Also man könnte die wieder eins zu eins woanders einbauen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, diese dann zu verbrennen.
Aber solange halt diese thermische Verwertung dieses Modul berücksichtigt wird, ist es einfach unattraktiv. Okay. Dann haben wir noch eine allgemeine Frage. Wie kann ich mein CO2-Budget für ein Bauvorhaben ermitteln, um die Ergebnisse einordnen zu können? Klimaneutralität ist der Startpunkt, finde ich. Ne? Also ich finde das interessant, dass ihr da eine eigene Zahl entwickelt habt, aber die Null, klimaneutral Null, das ist der Punkt. Über 30 Jahre Betrieb, alles Austauschzyklus genau. Null. Das muss das Ziel sein. Genau. Vor allem für Neubauten. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wir haben jetzt quasi uns erstmal für den Benchmark der DGNB entschieden, an den Wissen natürlich, dass das nicht das Ende ist, aber man muss halt immer schauen, wo holt man die Leute ab und das erstmal, dass sie es verstehen, weil die brauchen immer gerne, die haben immer gerne Grenzwerte, damit sie woran sich festhalten können. Deswegen haben wir gesagt, okay, und überhaupt das Thema Konstruktion, weil sehr viele, wie alle, die hier sind, wissen, dass die Konstruktion, was das bedeutet an Impact. Aber was wir jetzt gelernt haben, viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Die haben nur Energieeffizienz auf dem Schirm. Und die sagen, wenn sie halt einen klimaneutralen Gebäudebetrieb haben, das heißt, sie haben am Ende kommt dann Null raus, dann ist super, dann ist fertig. Aber wir sind gerade dabei, eine Datenbasis aufzubauen, speziell für Logistikhallen. Und da sehen wir immer wieder, je höher der Energieeffizienzstandard ist, also BEG 40-Förderung, desto höher, desto mehr verschiebt sich diese Waage. Weil wir haben sonst im GEG-Standard immer 60-40 ungefähr in der Verteilung, also 60% Betrieb, 40% Konstruktion. Und auf einmal, wenn wir in BEG 40-Förderung sind, ist es genau andersrum. Dann haben wir 60% in der Konstruktion und 40% im Betrieb. Deswegen wollen wir dahin, zu sagen, wir haben das ganze Gebäude, jetzt gerade haben wir auch nur die Konstruktion gezeigt, ne? Wir haben es natürlich auch für den Betrieb. Und dann kann man erst davon wirklich sprechen. Aber wir haben es gesagt, okay, der erste Schritt, um die Leute zu sensibilisieren und auf einen guten Weg zu bringen und das ganze Thema überhaupt in die Praxis reinzubringen, schnappen wir uns den DGNB-Benchmark und sagen, das ist unsere Grenze, unser CO2-Budget. So. Und dann ist es natürlich immer die Frage, welches Budget sollte man denn ansetzen, um 1,5 Grad-Ziel getreu zu sein? Und da bin ich absolut bei Linda. Null. Da brauchen wir eigentlich gar keine große Zahlen wir uns ausdenken, null, fertig. Und dabei, bis man da ist, dauert noch ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg, ist erstmal das anzufangen. Das klingt gut. Jetzt kam gerade die Frage rein, darf es auch ein negatives Ziel sein? Ich denke, da können wir alle sagen, ja, gerne. Negativ finden wir alle super. In dem Fall, ja. Bitte? In dem Fall, ja. Genau, in dem Fall auf jeden Fall. Und bei Corona-Tests. Die wollte ich auch gerade sagen. Um hier die schlechten Witze noch mit reinzubringen. So, wir hatten gerade noch eine Umfrage. Da würde ich ganz gerne noch einmal die Antworten hören. Ich habe mich eben schon mal so ein bisschen reingepiekt. Ja. Genau, also wir haben gefragt, ob das Publikum schon mal mit BIM gearbeitet hat, in dem Zusammenhang auch die Nachhaltigkeit eines Gebäudes bewertet. Und da gab es nur 2 Experten, die das schon mal getan haben. Aber immerhin 50%, die es gerne machen wollen in Zukunft. Und ja, 44% sagen nein. Und wahrscheinlich haben sie es auch nicht vor. Finden wir okay. Es gibt ja auch noch andere Lösungen. Es muss nicht alles mit BIM gelöst werden. Das ist eine Lösung von vielen. Würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Und genau, wenn weitere Fragen an Yannick oder generell die List AG oder die verschiedenen Institutionen, für die du hier so bist, kommen, dann leiten wir die gerne weiter. Eine Frage vielleicht noch, die ist ganz kurz reingekommen. Basiert das BIM-Modell denn auf Revit? Das ist egal. Es ist egal, ob Revit, Allplan, Archicad, Trimble Nova, DDS-CAD. Ja. Das ist halt der Vorteil in IFC. Ja, aber man muss schon sagen, dass es Unterschiede gibt bei der Berücksichtigung von Ökobilanzdaten. Also wir mit Archicad ist es total viel komplizierter, Ökobilanzdaten reinzubringen in das Modell. Das ist schon deutlich einfacher in Revit. Genau, es ist definitiv einfacher, aber der Unterschied ist einfach nur, dass Archicad ein IFC anders interpretiert als Revit und beides ist legal nach Building Smart. So. Ist halt leider so, aber es ist auf jeden Fall mit beiden möglich, speziell im IFC. Man muss halt nur verstehen, wie ein Archicad ein IFC interpretiert und dann halt die Schnittstelle abfangen, sich halt einmal da rein durchwühlen und dann kriegt man es auch damit schon tatsächlich. Aber ja, das ist schon komplizierter tatsächlich. Ich finde super, dass wir direkt so tief einsteigen in
sagen wir mal, sehr nerdige Themen. Aber ich glaube, die meisten, die sich hier zugeschaltet haben, haben auch total Bock auf genau diese nerdigen Themen, denn damit muss man sich einfach auseinandersetzen, wenn man das vorantreiben möchte. In diesem Sinne würde ich aber sagen, gehen wir einmal weiter, denn wir haben noch ganz viele andere Themen vor uns. Und es geht im nächsten Schritt um die Interdisziplinarität und zwar um diesen Circularity Hub. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gesagt. Ich habe mir hier so Zettel vorbereitet und habe natürlich jetzt den falschen. Ah ja, wunderbar. Als nächstes hören wir Mohamed Chiadé. Er ist Geschäftsführer des Centers for Circular Economy an der RWTH Aachen. Das ist eben eine fakultätsübergreifende Initiative, eine interdisziplinäre Initiative, die es seit Juli 2021 gibt, also seit letztem Jahr. Und es bündelt Expertisen, die so in der RWTH Aachen zum Thema Kreislaufwirtschaft existieren. Er war vorher Projektmanager bei EIT Health in München und als Education- und Projektmanager bei EIT Health Germany in Mannheim. Er hat an der RWTH Aachen im Bereich Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktionstechnik promoviert und hat einen Master gemacht. Ich sehe dich jetzt gerade noch nicht, Mohamed. Also ich bin hier. Ach, da bist du. Ich habe irgendwie hier jemanden falsch gepinnt. Falsche Ansicht. Ja, wunderbar. Schön, dass du da bist. Ja. Teil gern deinen Bildschirm und dann lauschen wir, was du uns zu erzählen hast zu diesem Center. Perfekt. Also danke für die Einleitung. Danke, dass ich auch heute dabei sein darf. Ich grüße Sie alle in die Runde. Jetzt geht es auch ein bisschen einen Schritt zurück, also nicht mehr Nerdy Talk, aber sogar ein bisschen allgemeiner. Was heißt Circular Economy für uns? Warum gibt es dieses Center? Wie Lilith auch gesagt hat, ich darf das Center seit Juli letztes Jahr leiten. Das Center gibt es schon seit Anfang 2021, aber da so war ganz langsam am Anfang. Warum gibt es dieses Center und was heißt Circular Economy für uns? Warum wollen wir diese Themen nach vorne bringen? Also ich werde am Anfang kurz über die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeitsthemen reden und dann, was ist diese strategische Initiative der AWTH und dann, was bedeutet für uns Interdisziplinarität und was haben wir auf dem Schirm? Also Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, diese viele Abbildungen sehen wir von der UN. Da gibt es viele Begriffe, die mit der Kreislaufwirtschaft zu tun haben, wie diese Zero Hunger, Clean Water and Sanitation und mehr andere. Das heißt, Kreislaufwirtschaft sieht man schon in fast alle Begriffe. Und das ist die neue Nachhaltigkeitsstrategie. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft kommen Hand in Hand, aber das ist für uns schon der neue Ziel. Und was wir auch sehen, das ist auch eine Priorität für die EU und für Deutschland sogar. Seit ein paar Monaten sehen wir das zum ersten Mal auf dem Koalitionsvertrag, dass Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit direkt da explizit genannt sind. Normalerweise immer teilweise hier, teilweise da, aber zum ersten Mal gibt es eine starke Agenda und da freuen wir natürlich uns. Also deshalb ist das Priorität. Und von der EU wissen wir alle diese European Green Deal, aber auch den Circular Economy Action Plan und viele andere. Was auch interessant bei Kreislaufwirtschaft, das hat eine sehr starke Verlinkung mit der Gesellschaft. Also das beeinflusst unsere Leben, unser Alltag, mehrere Aspekte. Und zu guter Letzt, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist nur machbar mit alle Disziplinen, also ohne Ausnahmen. Da komme ich auch gleich dazu. Das sind das ist die Motivation, warum wir dieses Center gegründet haben. Was ist die Vision, diese Multidisziplinarität und Interdisziplinarität an der AWTH, um alle Fakultäten zusammenzubringen? Wir haben 9 Fakultäten an der AWTH und die sind alle dabei. Wir streben einen Transformation-Lichtturm aufzubauen, um Änderungen und Verbesserungen in die Lehre, Gesellschaft und Forschung zu machen. Natürlich, wir wissen alle, dass Kreislaufwirtschaft ist immer aber sehr breit und deshalb haben wir 3 Themen entschieden. Also wir nennen die unsere Säulen. Erstmal die Wiedergewinnung von Material, zweit die Produktnachhaltigkeit und zuletzt zirkuläre Geschäftsmodelle. Und dass diese ganzen Themen, diese 3 Themen, gibt es dann viele Aspekte da, so Ökonomie, Gesellschaft, Umwelt, Technologie und Digitalisierung natürlich.
Und einen Schritt weiter, dann haben wir diese drei Säulen so als Hauptthemen und dann natürlich unsere Abbildung. Das kann man auch im Online finden. Da gibt es mehrere tausend Diagramme, die ähnlich aussehen. Aber wir haben hier ein bisschen Fokus auf diese 9R-Strategien: Recycle, Remanufacture, Reuse, Repair, so weiter. Also das ist thematisch, unsere Vision und unsere Ziele. Jetzt, wer ist dabei an der AWTH? Ich sage einfach jetzt die 9 Fakultäten genannt, aber ich meinte echt alle 9. Das heißt, in jeder Fakultät haben wir, wir haben schon ein oder mehrere aktive Institute. Wir dürfen natürlich alle Institute der AWTH vertreten. Wir sind wie eine zentrale Einrichtung, fakultätsübergreifend. Und wir dürfen die Namen alle sprechen. Aber natürlich gibt es immer ein paar Institute, die besonders aktiv sind. Also von Fakultät 1, wir wissen ja, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften, da geht es um Chemie, Physik, selbstverständlich, diese Themen kennen wir alle. Von Fakultät 2 und 3, da sind wir auch heute in die Richtung Architektur und Bauingenieurwesen, die Frau Hildebrandt ist auch da aktiv, ganz von Anfang. Fakultät 4, Maschinenwesen, ja, wir reden über die ganze Welt von Produktion. Fakultät 5, Georessourcen und Materialtechnik, ja, da fangen wir eigentlich mit den Rohstoffen und die Analyse und Bewertungen auch an, mit Fakultät 6 auch. 7, 8 und 10 sind auch besonders interessant, also Fakultät 7, eine philosophische Fakultät, da haben wir zum Beispiel Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und politische Wissenschaft. Also wir können immer Innovationen machen im Bereich Kreislaufwirtschaft, aber das wird uns nichts bringen, wenn die Gesellschaft oder die Bevölkerung das nicht akzeptieren. Deshalb geht es auch um Akzeptanzthemen. Fakultät 8, da sieht man auch die Wirtschaftswissenschaften. Ja, wenn es sich nicht lohnt, dann können wir es auch nicht machen. Da geht es um Geschäftsmodelle, Bewertung für diese Sachen. Und dann zu guter Letzt, Fakultät 10 als medizinische Fakultät oder Uniklinik in Aachen. Die haben erstmal keine Lösungen für Kreislaufwirtschaft, aber die haben ohne Ende Use Cases, wo die eigentlich die Unterstützung und Inputs von alle anderen Fakultäten kriegen. Das ist unser interne Netzwerk erstmal. Aber unser Ziel ist, viel größer zu werden und auch auf regional und Deutschland und europaweit aktiv zu sein. Wir haben schon angefangen mit den ersten Schritten. Und das ist zum Beispiel, dass wir eine starke Kooperation mit Stadt Aachen haben. Dadurch kamen natürlich Aachener Stadtbetriebe. Stadt Aachen hat letztes Jahr diese Circular Cities Declaration unterzeichnet. Das heißt, die wollen ein Circular City werden und klimaneutral, was uns hilft. Und das heißt, die brauchen unsere Unterstützung und wir brauchen natürlich deren Macht in Politik, in der Welt von Politik. Und selbstverständlich diese ganze Initiative, und wir sind auch aktiv in einem Bundesministerium, viel Austausch mit der MWIDE, DBU, der Deutsche Bundesstiftung Umwelt, unter anderem. Mit Firmen sind wir auch im Kontakt, die BDI-Initiative, die haben auch Circular Economy-Bereich jetzt. Wir sind auch im guten Verhältnis mit Denso, ein Autozulieferer gerade. Also das zeigt nur, dass wir mit Industrien auch unterwegs sind. Da sieht man hier ein paar Sachen, also Stadt Wuppertal, Freiburg, da wollen wir was machen, gibt es noch nichts Konkretes. Es gibt auch Interesse von BMW, Covesto, da sind wir auch in Diskussion und so weiter. Das ist der Stand, der Center gerade. Aber was wollen wir jetzt direkt mit Aktivitäten machen? Wir haben 5 Hauptoperationen oder Aktivitäten. Erstmal in die Lehre. Wir wollen eine Lehreinheit sein. Wir sind selbstverständlich an der Uni. Das heißt, wie können wir Circular Economy, Kreislaufwirtschaft-Themen in die Lehre integrieren? Durch Master- oder Bachelor-Programm, was wir noch nicht haben. Das kommt hoffentlich demnächst. Workshops, Seminare, Trainings. Aber auch als Forschungseinheit, also ein Research and Innovation Center. Wir werden in einem Center nicht selber Forschung, also wir sind nicht hier an der Uni, um Konkurrenz mit anderen Instituten zu machen, aber wir vertreten diese anderen Institute und wir arbeiten nah mit denen zusammen. Das heißt, wenn irgendwelche Ideen kommen, dann werden wir auch direkt das an die Institute vermitteln. Und wir haben auch ein interessantes Konzept aufgebaut, heißt Marketplace, wo immer ein Gast oder ein Institut kommt und die stellen sich ein Problem vor.
Letztes Mal hatten wir ein Use Case oder Problem in Uniklinik, wo die haben gesagt, viel Material gehen verloren in einem Abgas oder Abwasser. Wie könnte man dieses Material wiedergewinnen? Und dann kommen viele Ideen aus anderen Instituten mit Peptiden, Nanotechnologien. Das ist sehr interessant. Also so kommt man auch mit neuen Ideen, und genauso mit Industrie können wir arbeiten, und wir sind auch schon im Gespräche. Ein Netzwerk, ja, das ist also selbstverständlich. Und dann als Sensibilisierungsdemonstrator. Also wir wollen natürlich das Thema nach vorne bringen für alle Akteure, für Bevölkerung, für Studierende, für Entrepreneurs und so weiter. Und dann zu guter Letzt als Transfereinheit. Das ist eine Art von Inkubator oder Accelerator. Also es gibt schon Infrastrukturen an der Uni für diese Aktivitäten, aber wir werden da thematisch unterstützen. Aber umgekehrt, wenn ein Startup zu uns kommt, dann können die auch vielleicht direkt die Infrastrukturen der Uni nutzen und den Innovation Center und den Inkubator. Was heißt das was heißt Circular Economy jetzt, wenn wir über Themen reden? Also wir haben schon ein paar Vorträge gehört, da gibt es schon sehr interessante Beispiele, Material und so weiter. Unsere Themen sind ein bisschen mehr übergreifend erstmal. Wir haben konkret natürlich, dann können die einzelnen Institute viel mehr zeigen. Aber fangen wir an, zum Beispiel diese Digital Product Pass. Das ist ein Konzept, der EU stark nach vorne gerade bringt. Wie kann man dieses Material verfolgen? Woher? Was ist die Qualität? Könnte man die wieder nutzen? Das sieht einfach aus, aber es ist sehr, sehr kompliziert auf mehrere Ebenen. Dann haben wir Design for and from Recycling. Das ist nur jetzt als Beispiel, habe ich diese Holzbügeleisen da gepostet. Aber ich habe schon in der Vergangenheit eine Präsentation gesehen, wo sagt, okay, jede 5, 6 Jahre kauft man ein neues Bügeleisen. Warum? Normalerweise entweder der Elektroboard oder die Technik da nicht mehr funktioniert oder Kunststoff oder der Gehäuse ist nicht mehr gut. Aber eigentlich, man kann vielleicht zum Fabrik oder zu einem Verkäufer gehen und sagen, dieser Teil ist kaputt, bitte ändern. Es ist nicht so einfach. Das Ganze ist sehr kompliziert und miteinander gebunden und vielleicht verklebt. Was kann man da machen? Also da kommt das Design for Recycling ins Spiel. Man kann sagen, und da gibt es schon ein paar Konzepte und Modelle, wir verkaufen für diese Bügeleisen das Gehäuse neu, kann man das einfach tauschen oder nur der Elektroboard oder den Metallstück drin. Es gibt das, aber erstmal ist es zu teuer und dann die großen Firmen verkaufen das auch nicht, die haben das nicht. Also ich persönlich würde auch wie auch immer ein Philips oder Siemens Bügeleisen kaufen und nicht diese nachhaltige oder bessere, eigentlich umweltfreundliche Produkt. Solche Sachen sind genau das Thema. Hier gibt es Aspekt von einer Akzeptanz, von einem Geschäftsmodell, lohnt sich, aber auch der Logistik und Infrastruktur. Wenn wir sowas verkaufen, dann gibt es viele Lücken, die man ausfüllen soll. Und deshalb brauchen wir alle Akteure, um sowas zu schaffen. Eine Analyse von Material, Lebenszyklus-Analyse, LCA, spielt eine Rolle überall, ob jetzt in dem Bauprodukte, aber auch normale Produkte, überall müssen wir das nach vorne bringen. Und das ist auch eine sehr teure Aktivität. Wie Sie wahrscheinlich wissen, da braucht man viel Expertise, viel Zeit und abhängig von dem Produkt und der Firma. Das ist aber auch eine ganze Welt. Und dann zu guter Letzt in diese kleineren Themen, also die Logistik habe ich auch kurz erwähnt, Reverse Logistics, also ja, normalerweise von Rohmaterial bist du Kunde, aber jetzt genau umgekehrt, um das zu machen, wir brauchen diese Inverse Logistik, um diese neuen R oder Teil dieser neuen R-Strategien zu machen, von Resell, Reuse, Remanufacturing und so weiter, was wir gerade nicht viel haben. Eine letzte große Idee, die ich hier erwähnen möchte, ist Industriesymbiose. Das will auch die EU nach vorne bringen. Da gibt es diese ganz neue Hubs for Circularity Concept unter den Horizon Europe und Processes for Planet. Da gibt es viel Interesse, große Projekte zu fördern, die große Akteure und Firmen zusammenbringen. Das heißt, der Müll oder Abfall oder die Energie von einem Produktionswerk als Rohstoff oder einen Austausch mit einem anderen Werk. Wir selber an der FDH haben zum Beispiel vor ein paar Monaten einen Antrag eingereicht, Rheinisches Revier gestalten, wo es geht um Circular E-Cars, also
wie sollen diese Prozesse aussehen, wenn wir über Batterien oder Autos reden, der Körper, der Metalle. Das geht jetzt nicht nur um ein Material, das ist eine ganze Infrastruktur. Man kann nicht ein kleines Projekt zwischen zwei Firmen machen. Man kann, aber dann ist das sehr begrenzt und wird nicht viel nach vorne bringen, weil die anderen sind nicht involviert. Deshalb Kreislaufwirtschaft nochmal, also das ist auch mein Highlight, immer die Leute alle zusammenbringen. Es gibt hier, darf ich leider den Namen nicht nennen, aber ein anderes sehr interessantes Beispiel ist ein Elektrowerk, die gerade eine Pilotanlage führen, wo die Aluminiumsulfat-Schlacke plus Aschen, Verbrennungsaschen von Firmen wie Romondes zum Beispiel zusammenschmelzen, um Rohstoffe für die für Zement, aus Beton zu produzieren. Da gibt es viele Eingangsmaterialströme und man kann da viel machen. Aber genau solche Beispiele sieht nochmal, dass mehrere Akteure dabei sind. Was sind die Stichpunkte für ein erfolgreiches Kreislaufwirtschaft? Die Technologien, Innovation natürlich, die Analyse, da gehören alle zu Technologien, aber auch Fördergelder, also wie um neue Produkte zu machen oder richtige Lebenszyklusanalyse zu machen, was normalerweise teuer ist, da brauchen wir Fördergelder. Und normalerweise viele Firmen und Akteure sind da involviert, aber keiner möchte diese große finanzielle Aufwand übertragen. Deshalb sollen wir schauen, was gibt es für Fördertöpfe oder vielleicht Geschäftsmodelle, die das positiv machen. Gesellschaft und Akzeptanz, das machen wir durch diese Sensibilisierung und Engagement von alle zusammen. Dann das Ganze müssen wir zusammen besprechen, ja, von Dialog und Kooperation. Das war meine relativ allgemeine Präsentation für heute. Das wollte ich zeigen und dann gerne natürlich können wir nochmal Diskussion führen und kann ich auch gerne Fragen beantworten. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke dir. Ganz schön gebündelt. Du hast viele Dinge nochmal aufgegriffen, die eben auch schon Thema waren oder vielleicht auch noch Thema werden im darauf folgenden Vortrag. Wir hatten auf jeden Fall eine Frage gerade. Genau, Tillmann fragt, sagt erstmal, dass es sehr interessant war. Und wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit der Industrie? Ja, das ist eine sehr gute Frage natürlich. Das ist, da wir noch neu sind, ist das immer noch eine Frage, die ich nicht ganz einfach beantworten kann. Aber wir haben über diese Marketplace die Möglichkeit, Präsentationen oder auch Aspekte von Industrien zu hören. Also was wollen die verbessern oder was haben die vor Herausforderungen in deren Prozesse? Und dann sitzen wir da auf einem Tisch gemeinsam, erstmal ist alles leider digital, wo wir die verschiedenen Meinungen der alle Fakultäten hören. Das könnte zum Beispiel, wenn wir über BMW reden, die haben schon eine riesige Abteilung, heißt RI-Labor und die haben diese neue Konzept, Auto-RI-Car. Aber gerade ist das natürlich ich vermute, das ist eine sehr große Herausforderung für den. Logistik, Geschäftsmodelle, das ist zu teuer. Aber genau können wir vielleicht solche Fragen gemeinsam beantworten. So geht die erste Phase, aber auch, was wir gerade machen, ist ein Konsortial-Benchmarking-Projekt, wo wir mit Firmen zusammen versuchen, durch eine Studie weltweit zu verstehen, was sind die Erfolgsfaktoren und Best Practices in andere Firmen für Circular Economy. Dann dürfen auch diese Firmen sagen, das sind die Fragen, die wir gerne beantworten möchten. Also das sind die ersten zwei Aktivitäten, die wir haben. Ja. So große Spieler bieten sich ja vielleicht auch an, für so strategische Partnerschaften, ja, dass sie finanziell so ein Dezenter unterstützen und eine Haufe Fragen beantwortet kriegen auf die Art und Weise. Aber es ist schwierig, das einzurichten. Also da. Ja. Das, also die Uni findet natürlich den Thema sehr wichtig und deshalb sind wir aber für eine begrenzte Zeit erstmal für 3 Jahre finanziert und dann müssen wir nochmal evaluieren und schauen, wie es aussieht. Aber ja. Ja, interessant, danke.
Dann hatten wir noch die Umfrage, die wir gestellt haben. Und da haben wir auch schon die Ergebnisse. Und zwar haben wir gefragt, welche Themen sich ein interdisziplinäres Netzwerk denn widmen soll. Und da kam raus, also man konnte mehrere Antworten anklicken, Leasing oder andere Wirtschaftsmodelle schien nicht so im Fokus zu sein. Digitalisierung war auch nicht das Interessanteste, was die Zuhörerinnen fanden. Aber Einsatz von Recyclingmaterialien, Wiederverwendung von Bauteilen und Rückbau statt Abriss, das wird hier gefordert, dass sich das Netzwerk damit mit den Themen widmet. Wir haben das natürlich jetzt nur für den Bausektor gefragt, aber nur so viel, das könnt ihr das schon mal mitnehmen in eure Organisation. Ja. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch eine sehr konkrete Frage aus der Stadt Aachen, nämlich von einer kommunalen Vertreterin, die einfach wissen will, wie denn dort dieses Thema Circular Economy auf den Weg gebracht wurde. Vielleicht dazu noch mal kurz. Ja, kann gerne erklären. Also wir haben starke Kontakte auch und Zusammenarbeit mit der Stadt, also durch die Frau Keupen, die Frau Oberbürgermeisterin. Also sie ist da natürlich sehr unterstützend, nicht immer selber vor Ort, aber normalerweise durch einen Referenten. Also erste Veranstaltung war diese Circular Cities Declaration und das hat für uns viele Türen geöffnet. Was heißt das genau? Also erstmal im Rahmen von Sichtbarkeitsaktivitäten, da sind wir auf jede Veranstaltung sind wir jetzt eingeladen und dürfen präsentieren und anwesend sein. Aber es geht auch jetzt um konkrete, also es gibt auch diese Uni im Rathaus zum Beispiel Veranstaltungen, wo wir auch zwei Vertreter aus unserer Runde schicken dürfen. Der wird im Juli stattfinden. Aber wir überlegen auch gerade, wie können, also zum Beispiel eine von diesen Möglichkeiten oder die Türe ist Aachener Stadtbetriebe. Das heißt, die ganze Infrastruktur und Logistik in Stadt Aachen. An der Uni gibt es ein Projekt, der heißt 100 Smartphones, wo diese verschiedenen Handys gerade untersucht werden, wie kann man dieses Material trennen, warum recyceln die Bevölkerung deren Handys nicht, warum liegt in jeder Wohnung ein oder zwei alte Handys in die Schublade. Das sind immer interessante Fragen und das ist ein Projekt an der Uni. Und dann kam sogar der Vorschlag, dass man uns das mit Stadt Aachen machen. Vielleicht nennen wir es 10.000 Smartphones und nicht 100 Smartphones. Aber dafür müssen die uns unterstützen beim Logistik. Wie sammeln wir diese Handys und wie können wir das nutzen und was passiert nachher? Also das ist jetzt ein Beispiel von einem sehr konkreten Projekt. Aber auch diese Wastewater Treatment Plant in Aachen, also Verbindungen, die Stadt Aachen hat zu verschiedenen Firmen in alle Bereiche. Wir haben gerade auch letzte Woche kam ein Newsletter von Stadt Aachen, von der Wirtschaftsförderung. Und da haben wir eine Umfrage geschickt. Also das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf dieses Netzwerk und wir können schon ein Bild aufbauen, wie ist der Stand in Stadt Aachen auf einer Seite so mit Firmen und Unternehmen, aber auch, dass Stadt Aachen uns unterstützt. Wir sind auch gerade ein Symposium Ende des Jahres zu vorbereiten zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. Aber gerne können wir auch das nochmal besprechen. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und gerade auch viel los. Klasse. Damit würde ich zum nächsten und vorerst letzten Impulsvortrag übergehen. Tilman Klein ist heute von der TU Delft, ich weiß gar nicht, ob von der TU Delft zugeschaltet, aber auf jeden Fall Vertreter des Lehrstuhls. Ich habe es vorhin schon angedeutet oder schon erzählt. Der Lehrstuhl widmet sich der Konzeption und Gestaltung neuartiger Bauprodukte mit Schwerpunkt auf der Zirkularität. Und er ist Herausgeber des Journals of Facade Design and Engineering und Mitbegründer des Forschungsnetzwerks. Das gibt es nämlich auch in Delft. Circular Built Environment Hub. Und damit übergebe ich gerne das Wort an dich, Tilman. Ja, danke, Lilith. Ich glaube, jetzt müsste jeder meinen Vortrag hier sehen können oder die Slides. Wir sehen jetzt die Präsentationsansicht, noch nicht diese, also nicht die Präsentationsansicht, sondern das PowerPoint. Moment, und eben ganz kurz die. Das, Moment, da muss ich nochmal stoppen. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht. Ist der Poll im Weg? Einen Moment bitte. Ja, kein Problem, wir haben ja Zeit. Ja, so lange haben wir auch schon die Umfrage gestartet, die nächste. Genau.
Wunderbar. Jetzt sehen jetzt wir. Sichtbar? Fantastisch. Ja, erstmal danke für die Vorredner. Habe ich sehr genossen, die Vorträge. Und gerade der letzte Vortrag auch sehr interessant. Wir sind gerade auch dabei, TürDevWeit ein Netzwerk aufzubauen. Allerdings ist das eine Bottom-up-Initiative. Auch da geht es eben um die horizontale Verbindung also transdisziplinär zu arbeiten. Finde ich ganz wichtig. Mein Vortrag hier geht auch über die Rolle der Universität im Bereich Zirkularität, aber ich möchte eigentlich eher das vertikale Profil mal betrachten. Einfach ein paar Gedankenansätze, vielleicht etwas abstrakter als bis vorher. Also zirkuläre Bauprodukte, Scale Matters. Kurz, wo ich herkomme, also ich bin, wie gesagt, Professor für Bauproduktinnovation hier an der TU Delft und gleichzeitig leite ich auch den Circular Built Environment ab. Das ist eine Initiative der Fakultät für Architektur mit dem Ziel, Aktivitäten innerhalb der Fakultät zusammenzubringen, internationale Sichtbarkeit zu verstärken und Lifelong Learning Angebote bereitzustellen, ne? Also sich um die Lehre zu kümmern. Dabei geht es um das Curriculum, unser Curriculum hier, aber auch um Professional Learning und so weiter. Was heißt das im Detail? Das heißt, dass ungefähr 70 Leute angeschlossen sind. Das ist also eine Plattform von Forschern und von Lehrern. Und wir haben ein Projektportfolio, ich glaube ungefähr 24 Projekte die letzten 4 Jahre mit über 8 Millionen Euro. Das heißt, da kommt schon einiges an Forschungskraft zusammen in der Fakultät. Und es ist vor ein paar Jahren schon klar geworden, wir müssen das bündeln, weil es eigentlich wirklich ein komplexes Thema ist, was eben auch transdisziplinär, aber auch vertikal betrachtet werden sollte. Wir sehen hier auf der linken Seite ein bisschen unsere Philosophie. Im Prinzip beginnt Zirkularität mit Materialien, geht es mit die Komponenten, Gebäude, Neighborhoods, also Wohngebiete, Städte und Regionen und eigentlich auch überregional. Sehr wichtig, das so zu betrachten. Und da komme ich auch gleich zu. Ich habe also Beispiele mitgebracht für jeden Maßstab und gleichzeitig verschiedene Aspekte dabei. Da geht es von Ökonomie, Management, Technologie, Design, Stoffströme und Beteiligten auf allen Maßstäben. Und unsere Philosophie ist eigentlich nur, wenn wir das integral betrachten, kommen wir wirklich zu guten Antworten in Bezug auf die Zirkularität in der bebauten Umgebung. Gehen wir zum ersten Maßstab, Materialmaßstab. Das ist ein Projekt hier von Kollegen. Das sind also nicht Projekte von mir selber, sondern alles Projekte von Forschung aus unserem Netzwerk, das B-Lab. Und das ist im Prinzip ein öffentliches Urinal, wo Phosphor zurückgewonnen wird. Und ist im Stadtraum aufgestellt, das ist ein Testlaboratorium. Und da ist mir auch erstmal klar geworden, dass Phosphor eben auch zu den kritischen Materialien gehört. Wir haben auch andere Projekte, da geht es zum Beispiel um kritische Materialien im Allgemeinen, vor allem kritisches Metall. Sehr interessant, wenn man also jetzt über Produkte nachdenkt, über Produktentwicklung, also meine Disziplin, ist uns eigentlich überhaupt nicht klar, auch jetzt gerade im Rahmen der Diskussion, die wir im Moment haben, ne, die Krise mit Russland, die Versorgung, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf die Bauindustrie. Ne? Alle Stähle, die wir bauen, die sind mit Legierung gemacht, benötigen kritische Materialien. Das kann riesigen Einfluss haben. Also eben der Materialmaßstab ist extrem wichtig. Dann gehen wir mal zum Komponentenmaßstab. Das ist ein Projekt von mir und meinem Kollegen. Also ich gehe um eine Leasingfassade oder Product Service im Fassadenbau. Wir haben am Campus 2.500 Quadratmeter Fassade neu gebaut als Leasingkonzept eigentlich. Und interessant war dabei, dass eigentlich die technischen Aspekte wichtig sind, eigentlich da, wo ich eigentlich herkomme. Aber bei der Umsetzung wurde ganz deutlich, dass das nicht das Problem ist. Das Problem ist das Businessmodell, das Problem ist die Finanzierung,
rechtliche Grundlagen, Procurement, also Einkauf von Universität. Das Projekt ist riesengroß geworden mit sehr interessanten Aspekten dabei. Unglaublich, dass wir es geschafft haben. Aber auch eben ganz klar, dass der Maßstab, Komponentenmaßstab eben nicht nur mit Technologie zu tun hat, sondern mit unheimlich vielen anderen Aspekten. Das ist ein Projekt auf dem Niveau, Gebäudeniveau. Kollegen von mir, Ellen van Buren und Hans Warmling, die haben zusammen mit mehreren Wohnungsbaukooperationen hier in den Niederlanden und der Vereinigung der Wohnungsbaukooperationen sind die dabei, ein Covenant zu entwickeln, also eine Richtlinien für zirkuläres Bauen. Zirkuläres Renovieren gehört auch dazu. Und da sind auch wieder ganz andere Stakeholder sitzen am Tisch. Ja, auch die Politik zum Teil, die Kooperationen, die Nutzer sind ganz stark da mit drin. Also eben auch andere Spieler, die als auf dem Material- und Komponentenniveau. Ja, gehen wir mal in den Gebiet der Neighborhoods, wie wir es nennen. Auch ein Projekt von Els Leclerc muss mit. Und dabei geht es wirklich darum, die Bewohner und die Bewohnergemeinschaft mitzunehmen in zirkulären Entscheidungen. Weil ganz klar ist, dass die Akzeptanz, haben wir vorher auch schon gehört, die Akzeptanz von Projekten total davon abhängt oder der Erfolg, wie es akzeptiert wird. Und die haben also jetzt in dem Fall hier ein Modell entwickelt, wie sie die Bewohner informieren können, mitnehmen können in Entscheidungen, wie zum Beispiel für Neubau oder für die Renovierung von ganzen Wohngebieten wichtig sind. Auch ein interessantes Projekt, da geht es um Gebietsentwicklung, zirkuläre Gebietsentwicklung. Hier ein Beispiel aus Den Haag, das Gebiet Binkhorst. Und da ist unheimlich viel Druck drauf. Sie sehen hier, das ist ein Bild aus dem gesamten Gebiet. Das ist noch ein Betonwerk zum Beispiel. Und im Prinzip ist der Druck, Wohnungsbau zu schaffen, gigantisch groß. Und dieses Forschungsprojekt hat allerdings interessanterweise ergeben, dass wenn wir wirklich über zirkuläre Städte nachdenken, die Entscheidungen in der Zukunft vielleicht anders werden müssen. Und auch ich das jetzt mal so, ich verstanden habe, dass das bisherige Konzept, Städte attraktiv zu machen für Bewohner, junge Leute zu holen, grün zu machen, Autos aus den Städten, eigentlich hinterfragt wird, weil wir brauchen Platz für Zirkularität. In dem Fall ein Betonwerk, was unheimliche Bedeutung hat, ne, für das ganze Gebiet, die ganze Region. Wenn man das nach außen lagert, wird es nicht in der nächsten Nähe entstehen, sondern 300 Kilometer weiter. Und das ist nur eins der Beispiele, wie Zirkularität eigentlich unser Verständnis von Stadtplanung in der Zukunft verändern wird. So, wenn ich meine Kollegen verstehe, ist nicht meine Disziplin, wo unheimlich spannend ist, auch die Stadt Den Haag ist dabei mit dem Boot. Und dann kommen wir jetzt mal auf den mehr regionalen Maßstab. Eigentlich geht es darum, dass wir unter anderem auch die ganzen Materialströme, die sind ja nicht nur regional, die sind ja global. Es gibt ja wirklich kaum ein Produkt oder Bauprodukt, was eben sich nicht verlässt auf überregionale Materialströme, die Abfallströme, ne, der gleichzeitig Bedürfnis, lokal zu produzieren, wirklich Einfluss hat auf unser Denken über unsere Regionen. Ne? Wie kann man innerhalb der Region Synergien suchen, ne? Was andere machen, die anderen nicht, der Abfall sortieren und eben die Rohstoffe und den Abfall und die Rohstoffe zusammenzubringen. Deswegen habe ich eine Proposition mitgebracht, drei Stück eigentlich. Erstmal, dass also der Maßstab unheimlich wichtig ist. Zirkuläre Bauprodukte müssen im Hinblick auf die Maßstabsleiter entwickelt werden, denn das ist natürlich so, dass man versucht, das Thema beherrschbar zu machen, indem man sich auf ein Produkt selbst konsultiert, sagt, oh ja, ich wechsle das Material A durch ein biologisches Material aus. Aber die Wahrheit ist wesentlich komplexer. Man muss gucken, wirklich, was passiert mit den Produkten? Wo geht der Müll hin? Wo kommen auch die biologischen Materialien dann her? Und was bedeutet das eben eigentlich fast auch für die Stadtplanung der Zukunft?
Zweitens, transdisziplinären Ansatz. Ja, den brauchen wir, wie wir eben auch schon gehört haben, sehr schön beschrieben. Dabei ist die Rolle der Universität, denke ich, vor allem liegt darin, integrierte Theorien, Definitionen, Konzepte und Bewertungsregeln zu bestimmen. Denn das ist, was wir in der Praxis nicht sehen. Wir haben in den Niederlanden, sehe ich sehr stark, unheimliche Aktivität, auch in der Industrie. Jeder hat jetzt zirkuläre Bauprodukte, denkt drüber nach. Und die Gefahr darin besteht eigentlich, dass man mit einer Art Hyperaktivität, das ist ein bisschen zirkulär Washing, kann man sagen, eigentlich nicht besonders klar ist, wie man die ganzen Aktivitäten bewerten muss. Und es kommt eventuell dazu, dass man eigentlich die Dinge ein bisschen besser macht als vorher, aber nicht wirklich zirkulär wird dabei. Und da ist, glaube ich, eine ganz interessante Rolle für die Universitäten, um da eben genau die Regeln festzusetzen und die Theorien zu untermauern, die es gibt. Und dann schließlich die Lehre in Zeiten des Wandels. Wir brauchen neue Lehrformen und Methoden, die eben dem systemischen Charakter von Zirkularität gerecht werden. Und das ganze Framework, die ganze Theorie über Zirkularität entwickelt sich ständig weiter. Ist ein riesenkomplexes Thema, ja, auch die Diskussion Circularity, Sustainability. Wie bringt man so komplexe Zusammenhänge den Studenten bei? Und da ist auch was, wo wir bestimmt zusammenarbeiten müssen bei diesen drei Themen, eben auch überregional zwischen den Ländern. Da gucke ich auch nach Aachen natürlich. Da ist viel für uns gemeinsam zu holen. Ich sage mal zum Beispiel hier, wir haben auch unser Lehrangebot, viel Online-Lehre, die unheimlich großen Einfluss hat. Zum Beispiel oben rechts der Kurs, da haben wir mittlerweile 13.000 internationale Leute, die diesen Kurs mitgemacht haben, besucht haben. Aber Professional Education wird unheimlich wichtig, auch als neue Rolle für uns als Universität. Ja, da haben wir auch einige Kurse entwickelt, die sehr gut angenommen werden, Workshops, Seminare. Und da sind wir auch dabei, jetzt zum Beispiel Teaching the Teachers, also eigentlich unser gesamtes Lehrpersonal auch auf den Stand der Dinge zu bringen. Und da erhoffe ich mir auch Zusammenarbeit, also unter anderem mit Aachen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's, ja. Schöner Abschluss. Also wir haben jetzt unglaublich viele Themen gerade zusammengekommen. Ich habe währenddessen versucht, so ein bisschen mitzuschreiben und zu sortieren, was hier eigentlich alles so zusammengekommen ist. Wir haben jetzt gerade irgendwie aus dem Bogen nochmal gespannt von der Forschung, Umsetzung hatten wir gehört, zur Lehre hin auch nochmal, die ja eigentlich der Anfang ist. Also alle beginnen irgendwann in einer Ausbildung, in einer Lehre, gehen dann weiter in die Umsetzung oder die Forschung oder das reiht sich so ein. Vielleicht jetzt erstmal kurz direkt anknüpfend an diesen Vortrag. Gibt es Fragen, die jetzt direkt anknüpfen? Ich glaube nicht. Nee, aus dem Publikum noch keine. Alles klar. Dann würde ich einmal ganz kurz zu dieser Umfrage kommen, die wir eben freigeschaltet haben, weil auch das, finde ich, ist... Ja, wir hatten gefragt, auf welchen Ebenen sich das Publikum mit Zirkularität auseinandergesetzt hat. Und ganz wenige haben sich mit alternativen Wirtschaftsmodellen beschäftigt, wie zum Beispiel Leasing. Und ansonsten war das recht ausgeglichen und die meisten haben sich schon mit Einsatz von recycelten Materialien beschäftigt, wiederverwendeten Baumaterialien oder Bauen im Bestand. Also recht einheitlich. Jeder hat sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt, aber ja, noch nicht viele. Was ich spannend finde, ist, dass Bauen im Bestand mit 39% vertreten ist und recycelte Materialien und wiederverwendete Materialien jeweils mit 43%, was für mich jetzt eigentlich eine Überraschung darstellt, weil in der Umsetzung, vielleicht liegt es auch an den Leuten, die heute hier sind, in der Umsetzung das ja nun was ist, wo wir uns alle für einsetzen, weil es eben noch etwas defizitär ist, dass dieses Thema wirklich im Bau umgesetzt wird. Da kommt doch noch eine Frage rein. Da kommen die ersten Fragen rein. Können die gerne direkt aufgreifen?
Dann lese ich mal vor. Hallo und danke für den Vortrag. Wer wird denn im Zentrum der neuen Entwicklung im Bauprozess stehen, beziehungsweise wer wird daraufhin ausgebildet? Schafft das der Architekt oder gibt es einen neuen Fachplaner für Kreislaufwirtschaft? Holger, gute hat Frage. Ne? Ja, genau, von Holger. Frage geht an alle. Wer will anfangen? Wenn ich darf, also ja. In Bauprojekten bin ich ein Ressourcenplaner. Das ist so verbucht. Deswegen würde ich für die neue Fachplanung sprechen. Tillmann? Naja, da kommen wir nicht drum rum, sag ich jetzt mal. Ne? Ich glaube schon, dass eigentlich ein Grundwissen da sein sollte bei allen Planern. Und ich glaube, Fachplaner oder ja, Spezialisten werden das Ganze unterstützen müssen, in gewisser Weise. Ja, ja, das ist eine schnelle Antwort. Und, ja, es sind auch komplexe Fragen. Ne? Wenn man jetzt sagt, wenn es um Materialien geht, ist es schon ein Riesengebiet. Aber ich habe jetzt auch die anderen Maßstäbe mal gezeigt. Ne? Da gibt es ganz andere Stakeholder, ganz andere Leute, die da involviert sind. Und da wird es eben auch Spezialisten geben zu den einzelnen maßstäblichen Fragen. Ja, davon gehe ich aus. Das kommt man nicht, das gibt, glaube ich, nicht eine Person, die das in den Griff kriegt. Wir haben ja eben, ich habe gerade schon gesagt, ich habe versucht, ein bisschen zu strukturieren und habe einmal versucht, so die Grundthemen, die wir eigentlich heute gehört haben, aufzuschreiben. Also wir haben einmal über dieses Thema Hierarchisierung und dann jetzt am Ende über Maßstab. Ich würde aber sagen, dass die so ein bisschen auch zusammenkommen, also sich den kompletten Maßstabsverlauf anzugucken und dann auch zu gucken, welche verschiedenen Möglichkeiten der Hierarchisierung gibt es eigentlich, würde ich jetzt mal gegenüberstellen. Dann haben wir uns dieses Thema Bilanzierung und eigentlich auch Zertifikate damit. Gut, die müssen nicht notwendigerweise da dranhängen. Es ist in unserer Realität der Planung so, dass Zertifikate dann eine große Rolle spielen, weil sie eben Anreize schaffen. Dann sind wir beim nächsten Thema eigentlich Anreize, Übersetzungsleistung. Wie kriegt man das eigentlich an die Leute herangetragen? Ich gehe jetzt mal gerade so ein bisschen schnell durch und unterbreche mich oder könnt gerne da gleich drauf reagieren. Sind dann eigentlich bei, ja, für wen müssen wir eigentlich übersetzen? Du hattest, Tillmann, die Nachbarschaft angesprochen. Es gab die Planenden, die BauherrInnen, aber auch die Fachplanenden. Linda, du hattest vorhin die Frage gestellt, wird denn dieses Modell eigentlich mit denen geteilt? Wie funktioniert da der Austausch? Und dann hatten wir jetzt über diesen Circularity Hub dieses Thema Austausch nochmal konkreter in diesem forschenden Kontext, aber auch direkt im Austausch mit der Industrie, mit den Leuten, die Probleme haben, um dann irgendwie Lösungen finden zu können. Also auch da ist die Übersetzungsleistung gepaart mit eigentlich dieser Austauschthematik zu finden. Und dann eigentlich direkt auch dieses, okay, man muss eigentlich Synergien schaffen, damit man diese Fragen überhaupt beantworten kann. Die Aufgaben, wir hatten vorhin die Frage gehabt, was ist denn jetzt die CO2-Bilanz, die ich eigentlich erreichen will? Also wo will ich eigentlich hinkommen? Und auch das ist ja eine Frage, die den kompletten Maßstab befragt. Die fragt, also wir müssten ja nicht nach der CO2-Bilanz fragen, wenn uns die Umwelt egal wäre. Das ist ja ein neuer Maßstab, den wir eigentlich in unsere Planung mit einbeziehen. Das jetzt einfach mal hingestellt. Wir haben auf jeden Fall neue Leistungsbilder, ne? Das ist also, ne, wir haben einmal dieses Thema, dass wir die richtigen Entscheidungen im Planungsprozess treffen wollen. Und dann haben wir ja nicht nur für den Moment der Planung eine Verantwortung, sondern eben auch für das, was nach der Nutzungsphase passiert. Und da kommt dieses Informationsthema, das spielt da einfach eine ganz wesentliche Rolle. Und die Instrumente, die wir jetzt zur Verfügung haben, die versprechen uns, dass wir das in Zukunft besser machen können. Und auch helfen uns die Informationssysteme, Infos zu sortieren, die jetzt schwer zugänglich sind, nämlich wo werden sekundäre Rohstoffe frei. Da passiert, glaube ich, wahnsinnig viel, gerade dieses Matchmaking. Da gibt es verschiedene Firmen wie Concula, wie Madasta, die da draufgehen und Lücken schließen wollen. Also ich glaube, dass das eben zusammen gedacht wird. Ne? Wir sprechen ja hier jetzt quasi auch über die Instrumente, ne, Digitalisierung und die Schnittstellen davon. Ich glaube, dass der Prozess noch ganz schön hinkt an manchen Sachen. Ich glaube gerade, dass dieser Austausch von Modellen,
dass das noch etwas ist, was wachsen muss und verbessert werden kann. Aber das, da gibt es einfach, da sind wir noch so ein bisschen am Anfang. Auch wir reden ja natürlich schon lange über BIM, aber die, es gibt immer noch so Dinge, die dann kompliziert sind, die zwar funktionieren, aber die kompliziert sind. Und es macht total Sinn, dass wir im Moment noch so ein bisschen inselartig arbeiten und so Brücken bauen. Und ich glaube, dass diese Brücken sich nach und nach, dass die größer werden und dass es dann stärker zusammenwächst. Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich dir gestellt hätte, nämlich wie man eigentlich von diesen Pilotprojekten, das ist jetzt Inseln genannt, letztlich würde ich sagen, das zeigt sich auch in diesem Pilotartigen, was eigentlich viel der Circular Economy Akteur hat. Wie kommt man von diesen Pilotartigen, von diesen Pilotprojekten hin zu eigentlich einer breiten Anwendung? Ist das was, was wir erreichen können mit diesem Circular Ansatz? Mal so ganz ketzerisch gefragt. Gerne an dich, Linda, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dass man an vielen Stellen ansetzen muss, um in die Breite zu kommen. Also ich glaube, dass wir an allen, an jeder, also oder an jeder Akteursgruppe, sei es die Kunden, die Planenden, dann die Politik und ja, die Leute, die in den Kommunen die Entscheidungen treffen, genauso wie auch die Industrie, dass wir da noch stärker, noch besser werden können. Also die Industrie beispielsweise braucht noch, darf noch mehr Produkte anbieten, die RC-Anteil haben oder die mit Wiederverwendung zu tun haben oder Businessmodelle, in denen das stärker mitgedacht wird. In der Politik brauchen wir stärkere Anreize, die Ressourcen mitdenken. Das geht ja jetzt geht in die Richtung, aber wir haben den Ressourcenausweis noch nicht und er ist auch noch nicht direkt um die Ecke. Also das, wir diskutieren das jetzt, dass wir Ökobilanz im Bauantrag haben und hier und da tut das das auch. Es gibt einige Städte, einige Kommunen, die sich selbst Ziele stecken, sei es bezogen auf Klimaneutralität und auf Zirkularität, kommt das so nach und nach, sehen wir das vereinzelt. Aber Berlin macht das auch und damit ist es irgendwie, ist das schon ein Punkt, der gesetzt wird. Ne? Das ist jetzt nicht mehr, dass jetzt hier Eschweiler was macht. Ne? Das ist total toll, weil es eben eine kleine Stadt ist, die da aber durchaus schon Impulse gesetzt hat. Ne? Und wenn eine Stadt wie Berlin das macht, ist das was anderes. Dann unter den Fachplanern gibt es auch immer noch Leute, die da Nachholbedarf haben. Also das ist auch wirklich unsere Disziplin. Da gibt es schon große Bereitschaft, aber es gibt auch immer noch große Lücken und auch große Skepsis. Und da braucht es noch mehr Angebote auch zur Weiterbildung, nicht nur in den Unis, sondern auch die Leute, die im Feld unterwegs sind und schon wissen, wie die Prozesse funktionieren, dass wir da uns da weiterbilden. Und bei den Kunden, Kundinnen, bei der Bauherrschaft, da muss man weiter sensibilisieren, dass eben etwas Genutztes nicht bedeutet, dass es abgenutzt und wertlos ist, und sondern dass es ganz im Gegenteil einen Mehrwert darstellt, wenn wir mit sekundärer Gebäudesubstanz, in welchem Scale auch immer, als Gebäude, als Produkt oder als Teil eines Produktes umgehen. Also da gibt es einfach an allen Stellen, da kann man ein Schlaglicht auf alles werfen. Da ist noch keiner jetzt ein Vorreiter. Da ist noch viel zu tun in allen Akteursgruppen. Ich finde, da gibt es keinen Bad Guy. Aber da sind wir mitten im Prozess. Ja, ich wollte noch ein Stimmungsbild aus dem Publikum hier weitergeben, dass auch jemand fordert, dass es auch einen Fachexperten geben muss für die Themen. Und es scheint mir so ein bisschen, dass man aber auch ein bisschen die Verantwortung abschiebt und so ein bisschen auch eine Hoffnung hat in einen Fachexperten. Aber ja, auf jeden Fall müssen da, glaube ich, alle sich weiterbilden. Ja, die Alternative ist, dass Architekten sagen, wieso, kann doch jeder, mache ich auch. Das ist ja auch das ein bisschen, was wir auch gerade sehen, ne? In dieser
dass Zirkularität so en vogue ist, bedeutet auch, dass jeder sich diese Feder irgendwo hinstecken möchte und sagt, guck mal, also unser Faserbeton, super, super zirkulär. So, ne, das sind oder unser Wärmedämmverbundsystem. So, ne, das ist da auch an der Stelle, das muss man schon einer ernst genug nehmen. Also ich finde da eine Fachplanung, da ist mein ganz klares Votum für, denn das muss nicht heißen, dass eine Person nur diesen Fokus hat, aber dass es zumindest die Expertise in diesem Bereich gibt, weil es sonst dazu führt, dass man sagt, auch Schönheit ist ja im Prinzip Zirkularität. Und dann sind dann, ne, wenn es nicht angenommen wird, dann kann es ja auch nicht zirkulär sein. Und das ist alles richtig, ist aber eben nicht der Punkt, sondern da gibt es Hard Facts, die mit bedacht werden müssen. Dann gab es da noch jemanden, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass es in den Niederlanden dazu auch einen Studiengang gibt. Und da vielleicht nochmal die Frage, Tilman, an dich. Gibt es da oder an alle in der ganzen Runde, gibt es da Unterschiede, wie man in Holland damit, in den Niederlanden damit umgeht und hier in Deutschland, weil hier hat, also Mohammed hat zumindest erwähnt, dass man da vielleicht ein bisschen schneller mit den Themen voranschreitet als hier. Ja, vor einigen Jahren gab es ja hier die Gesetzesrichtlinie Niederlande zirkulär 2050. Das hat einen unheimlichen Boost gegeben. Seitdem gibt es unheimlich viele Initiativen, nennt die Transition Agenda, also wirklich auf hohem politischen Niveau wird da diskutiert, wie man vorwärts kommen kann. Das hat eben auf allen Niveaus unheimlich viel in Gang gesetzt. Ja. Da wird jetzt darüber nachgedacht, wie man Zirkularität ins Baurecht verankern kann. Also Maßregeln, ne, wir haben unter den MPG, das nennt sich Umwelteinfluss von Gebäuden, wie da Zirkularitätsfaktoren dann aufgenommen werden können. Ich nehme an, darum gibt es hier schon einen ziemlichen Boost. Den gibt es nicht nur im Bau, eben in anderen Gebieten. Und da sind also unter anderem Unis wie Leiden, Erasmus, ja auch Maastricht, auch an den mehr humanistischen Universitäten. Da passiert auch unheimlich viel, was Businessmodelle angeht. Also ökonomische Modelle, juridische Modelle und so weiter. Und im Bau tut sich eben auch viel. Wobei ich glaube, in Delft sind wir eigentlich da ein bisschen weiter als die anderen. Aber es geht ein bisschen selbst. Ich bin jetzt kontaktiert worden von Berufsausbildungszentren, die wir haben, die auch über Zirkularität nachdenken und wie können sie den neuen Baufachkräften Zirkularität beibringen. Also es ist eine massive Entwicklung. Wenn ich vielleicht mal ein bisschen kritisch sein kann, vielleicht ist das auch eine Terminologiefrage, Kreislaufwirtschaft oder Zirkularität. Ich glaube, nur mit ein bisschen Ausbildung ist es nicht getan, denn wenn man ehrlich ist, nehmen wir das Beispiel Niederlande zirkulär in 2050, das heißt in 2030, darf man eigentlich nur noch die Hälfte der neuen Rohstoffe brauchen, die man jetzt benutzt. Gleichzeitig mit einem Riesenbedarf an neuem Wohnungsbau. Das geht so nicht. Und wenn wir wirklich zirkulär werden wollen, darf das nur grundsätzlich einem Value Shift, also einen grundsätzlichen anderen Ansatz in Bezug auf unsere Werte eigentlich. Ne? Wir haben es eben gehört, ne? Neubau. Im Prinzip muss man die Frage stellen, brauchen wir überhaupt einen Neubau? Muss man Neubau nicht verbieten? Wenn man also, das ist immer dann der Spielverderber-Spruch, wenn ich sowas sage. Aber ich sag mal, wir müssen also unheimlich ausbilden, das ist überhaupt keine Frage, aber gleichzeitig braucht es eben auch einen gesellschaftlichen Umschwung. Ja, ähnlich wie es jetzt mit der Russland-Krise sieht, wir merken plötzlich so, können wir nicht weitermachen. Wir haben in einer rosa-roten Wolke gelebt. Will da nicht drauf rumreiten, aber so ist es im Prinzip auch, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Können so nicht mehr weitermachen. Und da ist, finde ich, ein bisschen die Gefahr, wenn wir da nicht so einen Shift hinkriegen, dann wird das alles ein bisschen rosa färben und alle machen alles wie bisher ein bisschen besser. Aber den radikalen Umbruch, den wir nötig haben, das wird schwierig. Da gehört gesellschaftlicher Umbruch dazu. Ja, ich habe es auch von dir, Tilman, eben gehört, nicht Greenwashing, sondern Circular Washing. Wie schafft man das, dass das nicht passiert? Also wie weit sind Bewertungsmethoden
in die Richtung schon entwickelt. Du hast auch gesagt, man wird das zukünftig in den Niederlanden ja nachweisen müssen. Also wie sieht es da aus? Ganz ehrlich, ich habe da den Überblick nicht mehr. Da passieren also unheimlich viele Aktivitäten, die sind. Die Aktivität, die meiner Meinung nach, bitte kann mich gerne korrigieren, wenn jemand da mehr weiß, dass eben die MPG, also dass der im Prinzip ein Baugesetz versucht wird, Dinge zu verankern. Ansonsten gibt es unheimlich viele Ideen, auch über Zertifizierung. Unheimlich viele Modelle werden entwickelt, wie man Zirkularität im Prinzip, also da haben wir es auch eben drüber gesprochen, ne, die Wiederverwendung von Baukomponenten, die Mehrfachnutzung, ob man die nicht im Prinzip in Lifecycle Assessment irgendwie mit übernehmen kann. Da weiß ich aber nicht, ob da Deutschland nicht vielleicht letztendlich insgesamt weiter ist. Ne? Ich habe auch eine neue Initiative gehört von das Level-System, wo die Green Building Councils von 11 Ländern sich zusammengesetzt haben, um da was zu entwickeln. Finde ich auch sehr vielversprechend, aber das scheint auch in den Kinderschuhen zu stehen. Wie es auch ist, es braucht bald meiner Meinung nach auch europaweite Regelungen, ne, wie man damit umgeht, auch um Entwicklung zu steuern, weil im Moment jeder macht's und jeder möchte gern auch natürlich damit werben, aber das ist nicht zielführend, meiner Meinung nach, so wie es jetzt ist, ne, weil da oft auch die falschen Dinge einfach gemacht werden. Ich glaube, dass dass eine EU-Entscheidung den Aufschwung, den wir so, keine Ahnung, ich würde mal sagen, vor 10 Jahren gab es so einen allgemeinen Aufschwung für Ökobilanzen im Bauwesen. Da haben das irgendwie, ist das so bekannter geworden. Und dann hat die EU gesagt, wir müssen das jetzt hier aber noch total viel genauer machen. Und ich glaube, dass das die falsche Entscheidung war. Mit dem PEF-System ist man da dazu übergegangen, noch mehr Indikatoren zu haben, noch detaillierter Dinge zu erfassen. Das hat die ganze Diskussion in noch akademischer oder hat das in den akademischen Kreisen gehalten. Das, was wir ja tatsächlich brauchen, ist nicht eine ganz genaue Bilanz, sondern wir brauchen eine Belastbarkeit. Also, dass wir ungefähr wissen, welche Planungsentscheidung ist denn jetzt besser als die andere. Und das ist nach wie vor die große Herausforderung, auf der einen Seite richtig pragmatisch etwas belastbar zu machen und auf der anderen Seite pragmatisch zu bleiben, nämlich die wichtigsten Informationen abzugreifen. Und da haben wir mit der Ökobilanz erstmal eine super Grundlage, weil das erstmal so ein etabliertes Verfahren ist und in Deutschland haben wir da einiges zu an Datenbanken, aber das ist eben nicht Zirkularität, das ist eben nur ein Aspekt davon. Wir haben darin nicht gut abgebildet, wie wir Rezyklat, wie wir Wiederverwendung einsetzen. Also wenn wir ein Bauprojekt haben und wir schaffen es, ein neues Produkt zu ersetzen. Das macht im Prinzip jeder, wie er möchte. Häufig wird es dann mit Null angesetzt, manchmal dann der Aufbereitungsaufwand. Das ist irgendwie so ein freier Bereich. Und der Teil, der dann in die Zukunft geguckt ist, nämlich wie kriege ich das Material wieder da heraus, das ist der Teil, wo es ganz solide Grundlagen für gibt, die aber noch nicht so total verbreitet sind. Das ist quasi unsere Methode, die sich sehr mit dem deckt, was ein bisschen später als unsere Methode, aber doch sehr nah dran herausgekommen ist, nämlich im Recycling-Atlas. Das ist total ähnlich, das ist sehr analog entwickelt. Und das ist eben diese Unterteilung in die verschiedenen, basierend auf dem Material und der Fügungsart hinsichtlich des Nachnutzungspotenzials. Und diese beiden Dinge zusammen gedacht, da kann man von materieller Zirkularität sprechen oder Ressourcenzirkularität. Es ist aber eben noch keine monetäre Bewertung. Das ist eben der Teil, deswegen diese Dimension, über die ich gesprochen habe, die sind eben auch wichtig, dabei mitzudenken. Das ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was kostet denn dann dieses Bauteil, wenn ich es so mache und was bedeutet das in der Zukunft? Und im Moment, also das ist ja immer eine spannende Frage, ne? Was kostet denn dann das Material, welchen Wert hat es, nicht was kostet es, sondern welchen Wert hat es, wenn ich es zurückbaue? Und das können wir natürlich nicht sagen, aber das, was wir methodisch machen können, ist in Szenarien denken. Und
Das machen wir bei uns am Institut über 4 Szenarien. Das eine ist, wir gehen da von heute aus und sagen, ja, die Kosten sind die gleichen. Und wir haben so einen ganz konventionellen Rückbau. Dann gibt es den mit automatisiert, also quasi, dass wir ein höheres Szenario an Automatisierung uns vorstellen und trotzdem erstmal das, vielleicht mit Inflation, dass je nachdem, wann das Produkt zurückgebaut werden sollte, aber so sehr konservativ gerechnet und dann eben eine Spekulation in beiden Varianten, also dass es dann freier ist, wie sich der Markt entwickelt. Und ja, das ist nicht anders zu machen. Das ist eben nur in Szenarien denkbar. Ne? Man muss einfach dann das modellieren und sagen, wenn der Rohstoffpreis dieses und jenes dann hat, dann und diese Technologie zur Verfügung steht, dann ist das so zu machen. Anders kann man da systematisch nicht vorgehen. Das wird erst die Zeit zeigen, was das ist. Es geht nur über Varianten und über Szenarien. Auf jeden Fall ein komplexeres Thema, wie ich sehe. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar Ökobaudat liefert LCA-Daten, Materialpässe, zum Beispiel PCDS, während Zirkularitätsdaten liefern. Gibt es ein Äquivalent für Circular Economy-freundliches Businessmodelle zu finden, wie zum Beispiel Produkte im Leasing oder as a Service? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ob es andere Circular Economy freundliche Businessmodelle zu finden gibt, zum Beispiel Leasing. Da hattest du, Timmern, ja eben so ein bisschen von erzählt, dass das eigentlich die Problematik war, ne? Ja, genau. Also die Idee natürlich ist, wie kann man Incentives, ja, das ist das deutsche Wort. Impulse vielleicht oder wie so kann man Anreize. Anreize bieten für alle Beteiligten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da ist zum Beispiel das Produkt as a Service eine Idee, dass im Prinzip die Verantwortung des Produkts in den Händen des Herstellers bleibt und der im Prinzip, der eigentlich das Produkt am besten kennt, der das Produkt entwirft, es so entwerfen kann, dass er am Ende des Lebenszyklus den höchsten Wert eben da auch wieder rausholen kann. Das heißt, ne, er kann es upgraden, kann es weiterverkaufen. Eine total gute Strategie. Du kennst Leasing-Autos, wobei natürlich das in dem Fall eigentlich eher, ich würde sagen, ein Finanzierungskonzept ist. Da geht es nicht so sehr um Nachhaltigkeit, aber wir kennen es mit Waschmaschinen, Leasen, Sharing. Ne? Das sind natürlich Modelle, die alle im Prinzip gute Impulse liefern. Für den Bau sind sie kompliziert. Jetzt mal, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal Fassadenleasing. Ist machbar, aber da kommt man direkt eigentlich zum Kern des Problems. Die ganze Baufinanzierung ist auf, jetzt tut mir leid, wenn mir die Begriffe jetzt fehlen, auf das Asset ausgerichtet, den Werterhalt des Bestandes, weil der wird gegenfinanziert. Wenn man jetzt sagt, no, die Fassade, die lease ich aber, was ist denn da mit dem Wert des Gebäudes? Also Basisregeln, die auch echt einen totalen Umbruch auch auf den in der rechtlichen, baurechtlichen Perspektive, finanzrechtliche Schritte bedarf, wenn ich sowas anfangen will. Anders ist dann natürlich für andere Produkte, Möbel gibt es natürlich schon. Ne? Also da die einfachen Konzepte, die fangen jetzt an, die setzen sich durch. Ich glaube, wir haben jetzt von der Uni sogar auch einige Möbel geleast in Corona. Da gibt es einen guten Vortrag gelesen von einer Firma, die machen Trennwände, die zirkulär sind, ne? den Service mitbieten. Also das wird untersucht gerade. Man sieht immer mehr Konzepte, die da aufkommen. Und da kann man schon positive Impulse von erwarten. Aber wie weit das geht, muss ich dann herausstellen. Ne? Eine sehr interessante auch wäre diese Product as a Service. Also es geht auch in alle Richtungen. Also ganz einfaches Beispiel ist der Licht. Also wir kaufen immer Lampen, aber wir sollen dann für Licht bezahlen, nicht für eine Lampe. An diesem Weg, als Kunde, also als hier ein Mitbewohner oder Bewohner, dann habe ich immer Licht und ich bezahle ungefähr genauso viel und da habe ich Vertrag mit Philips zum Beispiel über 5 Jahre, dass die immer mein Licht liefern. Auf einer Seite, für mich ist das kostet ungefähr ähnlich, weil ich musste vorher immer
ab und zu eine Lampe kaufen, aber für Philips gibt es irgendwie eine Garantie, dass wir haben diese Kunde jetzt 5 Jahre. Wir werden das besser produzieren, dass wir den Lampe, wenn es irgendwie kaputt geht, können wir das besser recyceln und dann diese ganze Material wiedergewinnen. Aber es geht nicht nur über Kunde und Firma, aber sogar Firmen zwischeneinander. Wie könnte man die Firmen, also als wenn die Baumaterial verkaufen oder Teile von irgendwelche Produkte verkaufen, die können eine Art von Vertrag abschließen, dass die werden immer zuständig für diese Bauteil oder Rohmaterial für 10 Jahre lang. Und dann gibt es auch mehrere Investitionen von die Seite von diesen Firmen, die Material oder die Produkte besser zu verkaufen und zu designen, dass die das Ganze wieder einfacher wieder nutzen können oder wieder gewinnen können. Also das ist auch ein Konzept, also Product as a Service in fast alle Bereiche, im Auto, Bau, Licht, überall. Ja, wir haben hier auch noch einen Hinweis bekommen aus dem Publikum lichtmiete.de. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich hatte noch was sich da in Zukunft noch für neue Mieten ergeben werden. Ich hätte noch eine Frage, die auch sich an dich richtet, Momat. Und zwar, jetzt sprichst du davon, ja, es gibt da diese Lösungen. Ihr habt vielleicht auch schon Kontakt zu Menschen, die da Lösungen bieten. Du hast vorhin von dem, da bringt jemand ein Problem und wir bieten eigentlich, oder zumindest wird danach gesucht. Da gibt es so einen direkten Weg, den ihr versucht zu spinnen, vom Problem zur Lösung. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr jetzt mit diesem Konzept, was ihr habt, erstmal die richtigen Partner schon drin habt, oder gibt es noch Leute oder gibt es noch Ebenen, die ihr eigentlich noch mitnehmen wollen würdet, PartnerInnen, die eigentlich fehlen in diesem Konstrukt, um diese Übersetzungsleistungen auch hinkriegen zu können? Also was uns fehlt, würde ich sagen, ein bisschen Politik. Ja, Stadt Aachen ist eine lokale Unterstützung, aber die sind auch nicht auf ganz höhe politische Ebene. Also in der Autowelt, also immer einfache Beispiele hier in Deutschland, Autos sind zu 80% ungefähr recycelt. Eigentlich theoretisch kann man auch die 100% recyceln, aber es ist zu teuer, lohnt sich nicht. Aber sogar die 80% lohnt sich nicht, aber die Gesetze, so dann Pflicht, dass die müssen so viel ungefähr recyceln. Aber unsere Kontakte zum Beispiel zum BDI als Bundesverband der deutschen Industrien, die vertreten schon mehrere Firmen und mehrere Industriepartner, auch große, überall in Deutschland. Wir haben diese BDI-Initiative, heißt Circular Economy. Das heißt, wir haben schon die richtigen Leute und langsam sind wir auf dem Weg. Natürlich, aber die Änderung braucht noch ein bisschen Zeit, weil eine muss irgendwie Flagge haben, einen Hut haben und sagen, okay, wir fangen noch an, diese neue Konzepte umzusetzen. Direkt daran anknüpfend, du hast jetzt gerade gesagt, man muss eigentlich Pflichten schaffen, weil es lohnt sich sonst nicht. Und das finde ich eigentlich, direkt etwas, wo man nochmal weiter darüber diskutieren sollte. Wie kommt man denn dahin? Und das gerne auch eher in die große Runde dahin, dass sich das lohnt. Weil eigentlich sind es ja Konzepte, die zumindest in meiner Vorstellung sich irgendwann lohnen könnten, wenn denn diese Angebot-Nachfrage-Balance vielleicht ausgeglichen ist. Oder vielleicht gibt es da noch ganz andere Punkte, die jetzt gar nicht in meinem Kopf mitschweben. Möchtest du direkt darauf antworten, Mehmet? Ja, kann auch gerne einen Punkt ergänzen, aber also viele Sachen schafft man natürlich nicht allein, aber was gerade läuft, ist diese DIN und also diese Standard, die Normen in Deutschland. Und da gibt es eine große Diskussion in vielen Bereichen unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft. Und wenn man da aktiv ist, aber da kann ich auch nicht selber in 10 Runden für verschiedene Themen sitzen, da sollen wir alle gemeinsam sehr aktiv da sein und sagen, okay, so soll es gehen und das ist richtig, das ist falsch. So langsam kann man auch neue, also die Sachen beeinflussen. Vielleicht die Frage auch an, vielleicht sogar an dich, Magda, oder an dich, Linda, auch. Und an dich, Tilman, eigentlich alle euch drei, wie kommen wir dahin, dass sich das lohnt? Magda, du hast dich gerade schon entstummt.
Ich wollte eigentlich noch was zu diesem Dean sagen. Da hätte unser Kollege Klaus Dosch seine Geschichte erzählen können, wie zehrend das auch sein kann. Also wie viele Lobbyisten da eigentlich auch sitzen und auf der anderen Seite stehen. Und so Dinge, die wir hier machen, eigentlich versuchen zu verhindern. Aber ja, wir sollten in allen Gremien sitzen und dafür weiter uns einsetzen. Kleiner Diskurs. Ja. Linda, möchtest du auf dieses Lohnen mal eingehen? Hast du da einen Ansatz? Ja, ich war auch mit Klaus in der Kommission. Und, das war sehr frustrierend, dass wir dort ausgebremst wurden, da von der Massivbau-Lobby, die sich sehr stark gegen Zirkularität und auch Klimaneutralität gewährt hat, einfach weil sie es können und für sie es natürlich besser funktioniert, wenn man das so belässt, wie es jetzt aktuell ist. Ja, aber da wird es Veränderungen geben. Das sieht man jetzt ja auch. Jetzt ist ja ein bisschen die Strategie eine andere. Im Moment ist der klimaneutrale Beton in aller Munde und mir stehen die Haare zu Berge. Ja, aber das ist richtig, dass es jetzt eben diese Themen gibt und sich die Industrie da jetzt auch bewegen muss. Der Druck ist einfach so massiv, da kommen wir jetzt nicht drum herum. Und das, glaube ich, was unsere Aufgabe ist, ist, den Spaß an der Sache zu vermitteln und dass es dem ein Wert gegenübersteht und nicht, dass es eine Pflichterfüllung ist, sondern dass es sich lohnt für ganz viele Dinge. Und nicht nur mit dem guten Gewissen, sondern auch Lösungen zu zeigen, wie das ein Raum wird, in dem man gerne arbeitet, in dem man gerne lebt. Also das ist auch einfach eine ganz klassische Architekturaufgabe, das mit zu integrieren. Wir hatten immer spannende Gesellschaftsthemen, die sich in der Architektur Raum gefunden haben, Form gefunden haben. Und an die Architektenschaft ist das jetzt der Appell, das als Impuls zu verstehen und da die eigene Freiheit im Entwurf, in der Programmierung von Gebäuden neu zu denken. Also ich glaube, dass darüber ganz viel passieren kann und dass diejenigen voranschreiten werden, die nicht sagen, oh, schon wieder müssen wir jetzt hier irgendwas machen, sondern dass diejenigen vorweggehen, die sagen, das ist eine gute Lösung und das halt einfach hat viele, viele Bestandteile. Ich glaube nach wie vor, dass viele große Fragezeichen haben und deshalb entwickeln wir ja auch Formate wie diese im Rehbauprojekt, um Antworten zu geben, und das wird natürlich nicht reichen. Und auch darüber hinaus versuchen wir in der Region Ansprechpartner zu sein und Fragen zu beantworten zu den Themen, so eine Art Kompetenzzentrum hier in der Region zu sein. Aber so wie Linda schon sagte, man muss ins Handeln kommen auch. Und nicht alles bis in die letzte Kommastelle nachrechnen. Das ist auch ein Ansatz, den wir gerne fahren und verfolgen auch mit dem Faktor-X-Prinzip. Also dass es einfach leichter umsetzbar ist. Und wir haben heute auch viel gehört und vielleicht hat der eine oder die andere noch eine Frage. Aber ich glaube, so wie Linda schon sagte, ins Machen kommen und vor allen Dingen das gut umzusetzen und bestens Gewissen erstmal. Sind fast schon Abschlussworte hier, aber also wir haben theoretisch noch Zeit und nehmen auch gerne noch Fragen entgegen. Und wir hatten vorhin diese Diskussion um dieses End of Life so ein bisschen abgebrochen. Und da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht sprengt es jetzt gerade so ein bisschen aus dieser Diskussion eigentlich zu, wie kommt man ins Handeln, sprengt es gerade so ein bisschen. Mich würde es aber nochmal interessieren, weil das ist ja eine Frage, die auch oft aufkommt. So, auf was fokussiere ich mich eigentlich? Was sind die Parameter, die ich mit berücksichtige? Und also wenn ich mit Leuten drüber spreche, die sagen dann, ja gut, weil jetzt sagt ihr, ihr betrachtet eigentlich das Lebensende doch nicht mit, aber ihr wollt doch Zirkularität. Nee, das ist so wichtig, dass es eine gesonderte Betrachtung ist. Es ist eben kein Vermanschen in der Ökobilanz, wo man quasi Materialhaufen anguckt,
Und diesen Material, also Ökobilanz funktioniert ja als Dreisatz über Material und da ist quasi jedem Alu ein End-of-Life zugeordnet, ob das als Sandwich irgendwo klebt oder als Pfosten, der lösbar ist, in der Pfostenriegelkonstruktion drin steckt. Und als braver Ökobilanzierer muss man dann im End-of-Life dem etwas zuordnen, dem Material Aluminium, nämlich ein hohes Recyclingpotenzial zuschreiben. Das ist aber was ganz anderes, wenn da PU-Schaum dran klebt oder ob ich da einfach nur den Eckverbinder rausnehmen muss und das dem aufgeben kann, dem AOF geben kann und der macht daraus dann, verwertet das weiter. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Prozesse, die da dahinter hängen. Und die Frage, das, was uns am Institut ein Anliegen ist, ist, dass wir Planer informieren und denen eine Grundlage geben für eine Entscheidung. Und daher die Betrachtung des Nachnutzungspotenzials. Das ist eben das, was ich brauche, um entscheiden zu können, ist dieses Produkt hinterher nur noch der Materialwert vermischt mit vielem anderen oder ist das eben ein sortenreines Material oder kann ich es sogar auf Produktebene weiter benutzen? Das ist total wichtig, das so zu tun und eben kein Verpanschen von und kein Schönrechnen, was man ja eben auch einfach sehr leicht tun kann. Ja, finde ich gut, das nicht vermanschen. Wir haben jetzt gerade noch eine Frage reingekommen und wenn wir die aufgenommen haben, würde ich danach fast mal zu den Abschlussstatements kommen. Ich glaube, so langsam haben wir fast alle Fragen beantwortet, aber nehmen wir noch mal die Frage von Lukas Albrecht mit rein. Dann lese ich mal vor, noch mal zum Stichwort. Wie lohnt es sich, schafft die EU mit der Taxonomie und der ESG nicht die Grundlage dafür, dass Investoren umdenken, vor allem das G in Klammern Governance ist in ESG forciert, ja, transparent, welche dann auch monetären Nutzen sichtbar macht? Ja, das warten wir jetzt mal noch ein bisschen ab. Also das hat das Potenzial und wir sehen das auch an vielen Stellen, aber für die Ökobilanz ist mir das noch nicht in allen Teilen klar, was es jetzt bedeutet. Wenn es sich auf bestehende Zertifikate bezieht, dann ist es so, dass wir da eine leichte Ökobilanz drin haben und da ist Nachnutzungspotenzial noch nicht so richtig drin abgebildet. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist. Aber ich kann das noch nicht abschließend beantworten. Tilman, ich weiß nicht, ob du da schon dich mehr mit auseinandergesetzt hast. Wir haben jetzt jetzt fängt das an, dass wir das in der Tiefe angucken. Wir haben eine Arbeit am Institut, die sich damit beschäftigt, zusammen mit dem Lehrstuhl für Controlling, mit Henlett Merte, Herr Scherde, dass die ESG anguckt und die Frage, wie sich das auswirkt. Ich finde, dass das auch eine wichtige Fragestellung ist. Da könnte man mal überlegen, ob wir da ein Veranstaltungsformat zu machen. Das ist schon ist auch ein wichtiges Thema. Ich bin aber da heute nicht der Experte für. Finden wir vielleicht noch jemanden? Ah, da kommt doch noch eine Frage rein. Auch wenn ich mitgenommen habe, dass die Tenor negative Emissionen im Modul A der Ökobilanzierung anerkennt, frage ich mich, warum diese biogenen Emissionen überhaupt aufgenommen werden, da die Kohlenstoffspeicherung spätestens bei der Zersetzung des Materials am Ende wieder freigesetzt wird. Kann man auch die Ökobilanz rein mit fossilen Emissionen machen? Kann man, ist man aber allein auf weiter Flur. Also ist eine längere, also da muss man jetzt sehr stark ins Detail gehen, um das zu erläutern. Es ist auch immer eine Frage von Indikatoren, die man drin hat, aber die kurze Antwort ist, dass es etabliert ist, sich mit Treibhausgasen auseinanderzusetzen und die haben, da ist eben eine ganz, ganz eigene Logik dahinter in der Substituierung von fossilen zum Teil, aber auch mit biogenen Emissionen, die da drin stecken. Also das ist nicht so leicht zu trennen, da haben wir nicht die Datenbasis für. Also die in den Ökobilanzsoftwaren ja, aber in den Datenbankergebnissen, mit denen wir arbeiten, ist es nicht separiert.
Also wenn man zum Beispiel Primärenergie anguckt, dann kann man Primärenergie erneuerbar und nicht erneuerbar trennen. Da funktioniert das, und da war auch Primärenergie nicht erneuerbar einfach immer der Indikator, mit dem man gearbeitet hat. Erneuerbar wurde immer nur so mitgeführt, aber eigentlich rechnerisch nicht mit betrachtet. Das ist ein bisschen komplexer bei den Treibhausgasemissionen. Und A1 bis A3, A4 und 5 haben wir jetzt hier nicht angeguckt. Wir können gerne im Nachgang auch nochmal so sehr detaillierte Fragen aufnehmen, weitergeben, beantworten. Auch wir haben da im Team einiges an Expertise, wo wir auch gerne Literatur weitergeben zu den einzelnen Themen. Aber sicherlich war das jetzt auch eine Frage, dass die Antwort allein auf weiter Flur war, ist vielleicht da auch maßgebend. Ich würde gerne noch, weil wir jetzt eigentlich eben gerade schon einen ganz schönen Ausblick in die Region oder in was braucht es eigentlich, um das umzusetzen, von dir, Magda und dir, Linda, gehört haben, dich, Tilman und Mohamed, auch nochmal fragen, vielleicht auch spezifisch auf so eine Region bezogen. Wir hatten bei dir, Tilman, gesehen, der Maßstab ging von Material hin zu eigentlich dieser Region. Was braucht denn so eine Region, um das umzusetzen, um diese Zirkularität umzusetzen? Ja, es sind vor allen Dingen grundsätzliche Fragen zu klären, ne? Was heißt denn Zirkularität für die regionale Entwicklung? Da sind wir noch ganz am Anfang. Und wie gesagt, eines der Ergebnisse, die ich vorgestellt habe, ist eben, dass meine Kollegen davon ausgehen, dass Zirkularität, die braucht Raum. Man will auf der einen Seite Abfallströme dirigieren und eben wieder zuführen, ne? Also Abfall als neue Ressourcen. Dafür braucht man Zentren, die das machen. Man möchte so lokal wie möglich arbeiten. Das braucht auch einfach Platz. Und den Platz, in Niederlanden, da ist nicht mehr viel Platz, es ist unheimlich eng hier, der konkurriert jetzt eben mit dem Bedarf für neuen Wohnungsbau, wo Gebiete erschlossen werden, um neuen Wohnungsbau zu machen. Ich sage, Moment mal, wir müssen eigentlich erstmal eben nachdenken, ob wir den Raum nicht auch brauchen, um zirkuläre Prozesse zu implementieren, ne? Im städtischen Raum. Aber da ist was dran, aber wie das dann auszusehen hat, das ist doch noch die Frage. Moment, möchtest du auch noch kurz, was braucht es? Also ich stimme natürlich zu, also Raum braucht man, aber es ist auch, für mich ist das eine große Frage von Logistik. Wie organisiert man das? Wir haben auch zügig zu Raum und vielleicht auch Logistik eine sehr gute Chance, würde ich es so nennen, erstmal in Aachen. Wir haben ein rote Erde-Gebiet hier, wo wir haben Continental und Philips, der wird jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres schon komplett theoretisch leer sein. Und Stadt Aachen, also die haben noch nicht entschieden, was kommt da. Und natürlich, das ist ein sehr lange und komplizierter Prozess. Aber die haben schon auf dem Schirm, dass egal was da kommt, muss unbedingt eine starke Verbindung mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu tun. Und das könnte eine sehr interessante Best Practice sein. Da ist der Raum, und das ist relativ zentral im Vergleich zu anderen Städten. Also es gibt kaum Städte in Deutschland und andere Regionen, die so eine riesige Industriefläche fast in der Mitte der Stadt ist. Mal sehen, was da rauskommt. Aber also für mich ist das Raum und Logistik, würde ich sagen. Das wird nicht entstimmen. Ja, super. Ich weiß nicht, ob ihr noch weitere abschließende Worte sagen wollt, Linda und Magda. Ansonsten würde ich dir, Magda, einfach mal so die Abschlussworte überlassen. Wie geht's weiter bei Rehbau? Wir sind ja quasi in der Region, das heißt, das knüpft doch gut an gerade. Ja, gerne. Also abschließend, ich glaube, wir haben heute sehr breite Themen gehabt von unterschiedlichen Maßstäben, aber von unterschiedlichen Detaillierungsgraden. Es gab Nerd-Themen in Anführungszeichen, aber auch ganz allgemeine Blicke auf die Thematik. Und wie ich habe es gerade erwähnt, der eine oder die andere hatte bestimmt noch ein Fragezeichen. Die lade ich ein, uns zu kontaktieren, uns die Fragen zu stellen. Wir leiten die auch gerne sonst weiter. Ich lade auch dazu ein, weiter mit uns in Kontakt zu bleiben, denn es geht ja schließlich um Netzwerke hier. Wie wir gelernt haben, sind die auch besonders wichtig. Deshalb gerne bei uns im Newsletter sich anmelden oder Instagram oder LinkedIn in Verbindung bleiben.
Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich alle wiedersehe, wir alle wiedersehen auf der Messe, die ja eigentlich, wo wir uns eigentlich hätten sehen sollen, schon im Februar, aber jetzt am 8.6. Da nochmal eine herzliche Einladung an alle. Und genau, da werden wir weiter diskutieren. Da wird es Aussteller geben, die Produkte zeigen werden. Und da können wir noch weiter in die Tiefe gehen, was hier die Diskussion hier schon angerissen worden ist. Von daher von meiner Seite nochmal vielen Dank an alle Referentinnen und auch an alle Zuhörenden. Und ja, schönen Abend und bis bald. Vielleicht haben ja noch die Leute, die so eifrig mitdiskutiert haben, Lust, die Kamera kurz anzuschalten und zu winken. Ja, ich habe ja nur so Briefmarken. Ja, ja. Das wäre so toll, wenn man da... Ein schönes Winken zum Abschluss. Hallo, sehr nett. Cool, auch dann an dem Publikum auch Danke sagen für die mehrere Fragen und die interessante Diskussionen natürlich. Das kann ich mich nur anschließen. Ja, danke auch an dich, Lilith, für die Moderation. Anytime. Wenn wir schon dabei sind. Wir sehen uns ja dann alle wieder da am 8.6. Genau. Ja. Bis bald. Schönen Abend. Bis bald. Danke allen. Tschüss. Na. Ja, Sinn. Jetzt bin ich auch weg. Alles klar, danke. Hat so gut gemacht. Ciao. War interessant. Ja. Ciao. Danke. Tschüss. Christiane, wo bist denn du? Du bist noch stumm. Bei Metabolon. Ah, ach krass, ja. Ist die Aufzeichnung gestoppt? Nee. Ich bin mal gerade so frei und entferne die beiden verbleibenden Teilnehmer noch. Nur, dass das ihr die Entfernen, jo. Ich würde jetzt die Aufzeichnung auch stoppen.